So, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute alle da sind hier im Livestream. Ich möchte Sie ganz herzlich auch im Namen von Wikimedia Deutschland heute hier begrüßen, trotz des hitzigen Wetters. Ich hoffe, Sie haben ein schattiges Plätzchen bereit und vielleicht auch ein Kaltgetränk, um sich zwischendurch noch ein bisschen abkühlen zu können. Mein Name ist Sarah Isabella Behrens und ich werde Sie heute durch das Programm führen. Warum sind wir heute hier, beziehungsweise warum haben Sie heute eingeschaltet? Das ist natürlich die Panel-Diskussion für den heutigen Nachmittag. Es wird um folgendes Thema gehen, und zwar um 5 Jahre Vernetzung zu offener Wissenschaft. Wo stehen wir heute? Wir haben wunderbare Gäste geladen, die nachher auch dazukommen werden, bringen unterschiedlichste Perspektiven zu dem Thema offene Wissenschaft mit. Und diese Menschen verbindet vor allem eins, und das ist das Fellow-Programm Freies Wissen. Das Fellow-Programm selbst liegt schon einige Jahre zurück, dass wir damit begonnen sind. Das war genauer gesagt im Herbst 2016. Damals sind wir noch mit einem Pilotprojekt gestartet, was sich zum Ziel gesetzt hat, Wissenschaft zu öffnen und für Gesellschaft zugänglicher zu machen. Glücklicherweise ist es nicht nur bei dem Pilotprojekt geblieben. Dennoch ist dazu zu sagen, ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich auch bei meinem ehemaligen Chef Nils Weichert und meiner ehemaligen Teamkollegin Julia Kloppenburg bedanken, dass ihr damals auch das Projekt mit ins Leben gerufen habt, dass ihr das Projekt maßgeblich mitkonzipiert habt. Also Nils, Julia, falls ihr gerade zuschauen solltet, herzlichen Dank. Und ja, wir sind super dankbar dafür, dass wir das Projekt in den letzten Jahren weiter fortsetzen konnten, dass wir daraus ein, ja, wenn man so will, renommiertes und etabliertes Mentoring-Programm gebildet haben mit jetzt insgesamt 90 Fellows aus unterschiedlichsten akademischen Fachdisziplinen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir konnten sie dabei unterstützen, als Open Science Multiplikatoren heranzuwachsen. Und in diesem Sinne heißt es jetzt für uns auch, wir möchten natürlich darauf aufbauen, was wir jetzt geschaffen haben. Für uns beginnt an dieser Stelle auch ein neues Kapitel. Wir möchten gerne unsere Programmerfahrungen, die wir gesammelt haben über die letzten Jahre, gerne auch mit interessierten anderen Organisationen, die vielleicht auch ähnliche Fellow-Programme gebildet haben, so wie wir, austauschen, in den Dialog gehen und schauen, was vielleicht auch die Next Steps sein können in diese Richtung. Das heißt für uns an diesem Punkt, wir möchten gerne neue Wege ebnen. Wir möchten nicht nur in den gewohnten Kreisen agieren, in denen wir bisher auch gearbeitet haben. Nein, wir möchten auch Menschen erreichen, im besten Fall auch Menschen, die wir noch gar nicht erreicht haben. Genau. Und für uns heißt es an diesem Punkt eben auch, den Schritt nach vorne zu wagen. Wie der genau aussehen wird, das entwickeln wir jetzt gerade in den kommenden Wochen, in den kommenden Monaten, auch mit potenziellen Partnern. Wenn Sie Interesse haben, auch diesbezüglich mit uns ins Gespräch zu kommen, dann sind Sie an dieser Stelle auch herzlich eingeladen, das zu tun. Gerne auch über E-Mail-Kontakt, wenn Sie möchten, schreiben Sie uns einfach an wissenschaft@wikimedia.de. Noch als Hinweis zur Beteiligung, also wenn Sie es nicht schon längst gesehen haben sollten, rechts im Bild finden Sie einen Chat, über den können Sie gerne Kommentare und Fragen stellen, natürlich zur Veranstaltung, auf jeden Fall gerne auch zur Panel-Diskussion, das wird nachher noch relevant werden. Also tun Sie sich keinen Zwang an, seien Sie Teil der Diskussion und schreiben Sie uns. So, und bevor wir jetzt den Blick nach vorne werfen, möchten wir noch kurz einen Blick zurück in die Vergangenheit werfen. Das heißt für uns, wir zeigen Ihnen jetzt eine kompakte Retrospektive zum Fellow-Programm. Was hat das Fellow-Programm geleistet? Was ist in den letzten Jahren passiert? Und mein wunderbarer Kollege Chris hat uns dafür eine Retro aufgezeichnet, die wir jetzt zeigen werden. Film ab. Ja, ein herzliches Hallo auch von meiner Seite.
Mein Name ist Christopher Schwarzkopf und gemeinsam mit meiner Kollegin Sarah Behrens und auch anderen Kolleginnen habe ich in den vergangenen Jahren das Fellow-Programm verantwortet und weiterentwickelt. Bevor wir jetzt gleich in unsere Podiumsdiskussion einsteigen, möchte ich einen kurzen Blick zurückwerfen und ein paar Worte darüber verlieren, warum wir das Programm im Jahr 2016 initiiert haben und aufzeigen, welche Wirkung wir damit erzielen konnten. Am Anfang steht natürlich die Frage nach dem Warum. Um besser verstehen zu können, warum wir als Wikimedia Deutschland uns in den Vergangenheit das für uns, dass wir das Ziel verfolgen, dass sich die wissenschaftliche Forschung und Lehre dahingehend öffnet, dass freies Wissen entsteht, an dem die Gesellschaft teilhaben kann. Genau das ist offene Wissenschaft. Offene Wissenschaft bedeutet, den wissenschaftlichen Arbeitsprozess zu öffnen und damit nachvollziehbar und transparent zu machen, sodass möglichst viele Menschen daran teilhaben können. Darüber hinaus kann Open Science auch die Qualität wissenschaftlicher Ergebnisse steigern und eine Antwort auf aktuelle Herausforderungen der Wissenschaft sein. Zu nennen wären hier etwa steigender Publikationsdruck, Konkurrenzkampf und auch die zunehmende Abhängigkeit von Drittmitteln. Und obwohl der Mehrwert von Open Science mittlerweile von immer mehr Menschen in Wissenschaft und Politik gesehen und auch zunehmend gefördert wird, ist die Zahl an WissenschaftlerInnen, die selbst Prinzipien offener Wissenschaft anwenden, vergleichsweise gering. Dies liegt vor allem darin begründet, dass innerhalb der Institutionen nach wie vor zu wenig Wissen und Erfahrung mit Open Science besteht und geteilt wird. An dieser Stelle setzt das Fellow-Programm an. NachwuchswissenschaftlerInnen aus allen Disziplinen sollen im Rahmen des Programms dazu befähigt werden, Prinzipien offener Wissenschaft in die eigene wissenschaftliche Arbeit zu integrieren und gleichzeitig als BotschafterInnen andere für dieses Thema zu sensibilisieren. Bei der Entwicklung des Programms haben wir natürlich intensiv darüber nachgedacht, welche konkrete Wirkung wir damit erzielen wollen. Dabei haben wir drei zentrale Wirkungsfelder definiert, anhand derer wir den Erfolg des Programms messen. Erstens wollen wir mit dem Programm dazu beitragen, dass mehr WissenschaftlerInnen Wissen, Fähigkeit und nicht zuletzt die Haltung und die Motivation besitzen, offene Wissenschaft selber zu betreiben und auch anderen zu vermitteln. Zweitens soll das Programm dazu beitragen, dass sich WissenschaftlerInnen, die Open Science praktizieren, miteinander vernetzen und gemeinsam darauf hinwirken, dass sich die Rahmenbedingungen für offene Wissenschaft an wissenschaftlichen Institutionen weiter verbessern. Und schließlich sollen die beteiligten WissenschaftlerInnen drittens darauf hinwirken, dass sich an ihren Institutionen Policies und Procedures im Sinne offener Wissenschaft verändern. Seitdem die ersten Fellows im Herbst 2016 hier in der Wikimedia-Geschäftsstelle zusammenkamen und das Programm in seine erste Programmrunde startete, ist viel passiert. Dazu ein paar Zahlen. Sarah hat es ja zu Beginn bereits kurz gesagt. In den vergangenen 5 Jahren durchliefen insgesamt 90 junge WissenschaftlerInnen das Programm als Fellows. Darunter ein großer Teil aus Deutschland, aber auch einige aus Österreich und der Schweiz. Die Fellows entstammten dabei den verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen, wobei die Geistes- und Sozialwissenschaften sowie die Naturwissenschaften am häufigsten vertreten waren. Und nicht nur hinsichtlich der wissenschaftlichen Disziplinen war das Feld der Teilnehmenden sehr divers, sondern auch in Bezug auf die institutionelle und regionale Herkunft. So kamen die von uns geförderten WissenschaftlerInnen aus insgesamt 69 Institutionen im deutschsprachigen Raum. Insgesamt unterstützten 19 ExpertInnen für offene Wissenschaft das Programm als MentorInnen und begleiteten die Fellows bei der Umsetzung ihrer Open Science Projekte. Dabei freuen wir uns besonders, dass wir in den letzten beiden Jahren auch 5 Menschen als MentorInnen gewinnen konnten, die das Programm zuvor selbst als Fellows durchlaufen hatten. Da für die erfolgreiche Vernetzung untereinander der persönliche Kontakt sehr wichtig ist, fanden im Rahmen des Programms insgesamt 14 Veranstaltungen statt, zu denen Fellows, MentorInnen und aber auch weitere Interessierte zusammenkommen und sich austauschen konnten. Neben Auftakt- und Abschlussveranstaltungen der einzelnen Programmrunden wurden auch verschiedene Workshops in den Räumlichkeiten befreundeter Institutionen organisiert, unter anderem an der TIB in Hannover, am Museum für Naturkunde in Berlin oder an der ZBW in Kiel. Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation konnten Veranstaltungen zuletzt natürlich nur noch digital stattfinden, so wie auch diese hier. Gemeinsam ist man stärker. Daher wurde das Programm über die Jahre von insgesamt 8 PartnerInnen unterstützt, die sich entweder organisatorisch, finanziell oder mit ihrer Expertise im Bereich Open Science beteiligten. Neben dem Stifterverband und der Volkswagen Stiftung waren dies
das Museum für Naturkunde in Berlin, die TIB in Hannover, die Freie Universität Berlin, die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Open Knowledge Maps und InnoSci. Wichtiger noch als das, was im Laufe der Jahre passiert ist, ist aber die Frage danach, welche Wirkung das Programm entfalten konnte. Blicken wir zunächst auf das erste der genannten Wirkungsfelder, den Aufbau von Kompetenzen im Bereich Open Science. Hier lässt sich feststellen, dass alle Fellows nach eigener Aussage von der Teilnahme am Programm profitieren und ihre Kenntnisse in offener Wissenschaft vertiefen konnten. Das Mentoring wurde dabei von den Fellows immer wieder als zentraler Erfolgsfaktor für die eigene Qualifizierung genannt. In vielen Fällen konnten die Fellows darüber hinaus ihr erworbenes Wissen an andere Menschen in ihrem Umfeld weitergeben, etwa im Rahmen von Workshops oder Vorträgen an der eigenen Institution. Auch in Bezug auf das Ziel der Vernetzung der Open Science Aktiven untereinander ergibt sich ein positives Bild. So wurden beispielsweise mehrere gemeinsame Fachveranstaltungen und Beiträge rund um das Thema offene Wissenschaft aus dem Netzwerk heraus initiiert. Exemplarisch möchte ich hier auf den Artikel Open Science But Correctly – Lessons from the Heinsberg Study verweisen, der im vergangenen Jahr von mehreren Fellows und MentorInnen gemeinsam verfasst wurde. Ebenso wurde in vielen Fällen Open Science Initiativen oder Arbeitsgruppen auf der Ebene von Institutionen oder Fachgesellschaften gegründet, wie beispielsweise die Open Science Working Group an der Freien Universität Berlin oder die Arbeitsgruppe Open Media Studies. Und auch in Bezug auf das dritte Wirkungsfeld, die institutionellen Veränderungen, lässt sich durchaus resümieren, dass das Programm hier eine gewisse Wirkung entfalten konnte. Zwar hat sich gezeigt, dass die Schaffung förderlicher Rahmenbedingungen durch wissenschaftliche Institutionen ein längerer Prozess ist, der kontinuierliches Engagement erfordert. Dennoch konnten Fellows ihre KollegInnen motivieren, ebenfalls offener zu arbeiten und in Einzelfällen sogar erfolgreich darauf hinwirken, dass an ihren Institutionen Policies im Sinne offener Wissenschaft geändert wurden, etwa im Kontext neuer Ausschreibungen. So viel vielleicht an dieser Stelle zu dem, was wir mit dem Programm in den vergangenen 5 Jahren getan und erreicht haben. Nun interessiert uns aber besonders der Blick nach vorne und die Frage danach, was es künftig braucht, um Offenheit in der Wissenschaft weiter zu fördern. Daher freue ich mich nun gemeinsam mit Ihnen auf eine spannende Podiumsdiskussion mit tollen Gästen und gebe zurück an meine Kollegin Sarah. So, willkommen zurück und ja, vielen Dank, Chris, nochmal für diese wunderbare Zeitreise durch die Vergangenheit und für die Einblicke in unser Fellow-Programm. Wenn Sie noch mehr zum Fellow-Programm nachlesen möchten, dann können Sie das natürlich gerne tun über fellowsfreieswissen.de. Jetzt kommen wir zum Hauptteil des heutigen Nachmittags und das ist natürlich die Panel-Diskussion zu dem Thema, wie bereits vorhin erwähnt, 5 Jahre Vernetzung zu offener Wissenschaft, wo stehen wir heute? Und dafür haben wir großartige Gäste geladen, unter anderem auch eine wunderbare Moderatorin, Christina Riesenweber, die mir jetzt zugeschaltet ist. Wunderbar. Christina, du bist da. Hallo. Du bist immer noch da. Sehr gut. Ich freue mich sehr, dich heute hier zu haben. Und bevor ich dir jetzt gleich die Bühne überlasse, beziehungsweise die Bühne verlasse, würde ich dich gerne noch kurz vorstellen. Zum einen, Christina, du bist Kommunikations- und Literaturwissenschaftlerin und hast als Redakteurin, Herausgeberin und Lektorin für wissenschaftliche Zeitschriften und Bücher gearbeitet. Seit über 10 Jahren bist du bereits im Themenfeld Open Access unterwegs und hast dort gearbeitet, wo es um den freien Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen geht. Und zudem bist du seit 2014 an der FU Berlin tätig, wo du unter anderem als Open Access Beauftragte und im Open Access Büro Berlin tätig warst. Genau. Zudem hast du dort auch die lokale Open Science Working Group mitgegründet. Und zu guter Letzt, und das ist natürlich auch ein Herzensanliegen unsererseits, dass du seit Anbeginn der Zeit des Fellow-Programms auch ein Teil des Programms gewesen bist und immer noch bist, glücklicherweise. Du hast uns begleitet seither auch ja, in verschiedenen Situationen als Moderatorin, als Dozentin und in beratender Funktion. Ich habe sogar noch einen Punkt mehr.
Von dem weißt du noch nichts. Ich habe mir gedacht, wenn es sowas wie eine Open Science Adventures Group geben würde, wärst du auf jeden Fall ein Teil dieser Group, natürlich mit der Superpower Open Access. Dementsprechend, Okay. wenn du das lieber rausgestrichen haben möchtest, können wir es auch noch rausschneiden im Nachgang. Jetzt bleibt es erstmal hier. Nehme ich. Sehr gut. So, in diesem Sinne, ich gebe dir die Bühne. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf die Diskussion. Danke, dass du das hier übernimmst. Und wir sehen uns am Ende wieder. Und bitte. Ja, danke, liebe Sarah. Danke auch an Chris und die anderen lieben Menschen bei Wikimedia, die das Fellow-Programm in den letzten 5 Jahren auf die Beine gestellt haben. Und ich freue mich wie immer sehr, dabei sein zu dürfen. Ich glaube, ich habe im allerersten Jahr damals die Abschlussdiskussion auf dem Podium im Mosaikraum am Tempelhofer Ufer moderieren dürfen. Und die Veranstaltung heute steht also für mich in guter Tradition. Ich freue mich sehr, wieder dabei sein zu dürfen. Genau, heute bin ich allerdings nicht in eurem schönen Hauptquartier am Tempelhofer Ufer, sondern ich bin 15 Minuten per Fahrrad entfernt davon, hier in meiner Neuköllner Wohnung, wo es mittlerweile 29 Grad sind. Ihr habt hoffentlich zu Hause alle einen gemütlichen Ort, vielleicht sogar einen Balkon, einen Ventilator etc., um uns in den nächsten 1,5 Stunden durch unsere Podiumsdiskussion zu begleiten. Wir haben 4 Gäste, die ich gleich der Reihe nach vorstellen möchte. Und wir haben ungefähr 1 Stunde Diskussion eingeplant, ein bisschen weniger. Und was ganz wichtig ist, Open Science heißt natürlich auch, dass wir so viel Mitgestaltung wie möglich wollen. Deswegen haben wir, wie Sarah eben schon sagte, eine Chat-Funktion eingerichtet. Das heißt, auf der Webseite des Livestreams könnt ihr sehen, gibt es neben dem Video rechts Fragen und Antworten. Und hier könnt ihr 2 Dinge machen. Ihr könnt natürlich einfach die laufende Veranstaltung kommentieren, Links hinterlassen, Anmerkungen hinterlassen etc. Ihr könnt aber auch konkrete Fragen stellen, die wir dann nachher aufs Podium holen. Das heißt, wir machen nachher in ungefähr 1 Stunde eine kurze Pause, vielleicht auch um Eiswürfel nachzufüllen. Und danach werden wir dann mit euren Fragen zurück aufs Podium kommen. Ihr könnt dort eure Fragen nicht nur hinterlassen, sondern ihr könnt auch die Fragen der anderen bewerten. Das heißt, wenn ihr da mal schaut, es gibt diese bekannte Thumbs-up-Funktion und das heißt, für uns in der Organisation werden dann die Fragen mit den meisten InteressentInnen automatisch nach oben gespielt, sodass wir die dann leichter in die Diskussion aufnehmen können und sodass wir auch die Fragen nach eurem Interesse gewichten können. Was noch wichtig ist in diesem Chat, kleiner technischer Hinweis, ihr könnt oben auf dem Reiter auswählen zwischen beliebt und aktuell. Beliebt spült euch die mit den meisten Votes nach oben und aktuell ist der zeitliche Chatverlauf, wie ihr euch das anschauen mögt. Genau, ich glaube, das war es an technischen Details. Wir zielen darauf, dass wir spätestens um 18 Uhr hier mit allem fertig sind. Und wie gesagt, wir machen zwischendurch auch sogar eine kleine Pause, was vielleicht für die, die heute auch schon länger vorm Bildschirm sitzen, dann eine kurze Erfrischung ermöglicht. Ja, ich freue mich auf das Gespräch und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der Vorstellung unserer Gäste heute. Und die erste Person, die ich auf dem Podium begrüßen darf, ist Dominik Scholl. Hi Dominik. Hallo Christina. Dominik ist natürlich, wie ihr seht, am Hintergrund Mitarbeiter bei Wikimedia Deutschland. Er leitet dort das Team Wissenschaft und Kultur, mittlerweile in Teamleitung mit Heike Gleibs. Und du hast einen Hintergrund in Ethnologie, Theaterwissenschaft und BWL. Ich glaube, das wusste ich nicht. Wir kennen uns eigentlich schon eine ganze Weile, aber ich glaube, das war mir bislang nicht klar. Und du bist außerdem auch als freier Verleger tätig. Das heißt, du hast auch das wissenschaftliche Publikationswesen aus dieser Perspektive im Blick. Dominik, wo bist du gerade? Wie geht's dir heute? Wie sind die Temperaturen dort, wo du bist? Ich bin tatsächlich in Mosaik. Du hast es vorher gesagt, du bist nicht hier. Wir haben hier ein kleines Team, ein sehr kleines Team und fantastische Hygieneauflagen, die wir gut umsetzen. Insofern sitze ich total entspannt hier. Über die Temperaturen denke ich nicht nach, weil ich glaube, ich weiß nicht, wer eine kühle Wohnung hat hier in dieser Runde. Ich habe sie auch nicht und hier ist sie auch nicht. Aber ich freue mich total jetzt auf die Podiumsdiskussion mit unseren tollen Gästen.
Ja, sehr schön. Herzlich willkommen, Dominik. Die zweite Person bei uns auf dem Podium ist Katja Meyer. Katja war Mentorin im Fellow-Programm, beziehungsweise ist es, glaube ich, jetzt bis ins letzte Jahr hinein. Katja arbeitet vor allem an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Technik und Gesellschaft, insbesondere im Bereich Computational Science und Big Data. Und Katja, du bist in Österreich und du bist dort auch in Open Science Network Austria unterwegs, was immer noch die Abkürzung OANA trägt, wenn ich das richtig sehe. Wo bist du jetzt gerade, Katja, und wie warm ist es da, wo du bist? Ja, hallo Christina, du siehst, ich habe ein Jäckchen an, weil bei mir ist es kühl, ich habe eine Klimaanlage, ich bin in einem klimatisierten Büro in einer außeruniversitären Forschungseinrichtung, die sich solche Klimaanlagen leisten kann, am Zentrum Soziale Innovation. Im Gegensatz zu meiner Universität, wo die Temperatur in meinem Büro ca. 38 Grad Celsius betrifft. Genau, und da bin ich und genieße das schöne Wetter aus meinem Büro heraus. Sehr schön. Wann warst du denn das letzte Mal in Berlin? Ja, das ist tatsächlich länger her. Da müsste ich jetzt nachdenken. Also ich bin dieses Jahr nicht mehr Mentorin beim Fellowship-Programm, weil ich gesagt habe, 3 Jahre sind eine gute Zeit. Und ich war im ersten Jahr nicht dabei. Ich habe die 3 mittleren Jahre erlebt und jetzt das letzte Jahr nicht mehr. Deshalb vermutlich war ich das letzte Mal vor 1,5 Jahren in Berlin. Und ich vermisse es schon sehr. Und ich muss auch sagen, ich vermisse auch das Fellowship-Programm. Denn ja, wir sprechen dann eh drüber, warum das so toll war und hoffentlich viele weitere tolle Aktivitäten inspirieren wird. Ja, super. Das tun wir auf den Notizzettel für gleich, was wir am Fellow-Programm vermissen werden. Der nächste Gast auf dem Podium ist die einzige von den Vieren, die ich noch niemals im echten Leben getroffen habe, nämlich Rima Maria Rahal. Hallo Rima. Hi. Schön, dich auch mal zu sehen. Rima ist Psychologin, die unter anderem in Heidelberg und Amsterdam studiert hast und am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern promoviert hat und dort jetzt auch wieder arbeitet, nach Zwischenstopps an anderen Orten, unter anderem in Frankfurt und Tilburg. Und du forschst zum Thema Kognition und Emotionen in sozialen und juristischen Entscheidungskontexten. Da könnte ich mir vorstellen, dass wir da nachher inhaltlich tatsächlich auch nochmal drauf zurückkommen. Und du bist eine von den Personen, die Sarah vorhin erwähnt hat, die zunächst Fellow waren im Fellow-Programm und dann Mentorin geworden sind. Und über deine Forschung werden wir später noch ein bisschen mehr sprechen. Magst du uns auch sagen, wo du jetzt gerade bist? Auf jeden Fall in sportlicher Umgebung, das ist sichtbar. Und wie sind so deine Umgebungstemperaturen gerade? Ja, ich bin zu Hause in Modden und ich sitze im Dachgeschoss meiner Wohnung. Das heißt, also die Wohnung ist im Dachgeschoss und draußen sind es 34 Grad. Wie warm es hier drin ist, kann ich nicht so gut abschätzen. Es ist auf jeden Fall ordentlich heiß. Okay, und warst du, wir haben gesehen, Katja ist in Wien. Weißt du, wann du das letzte Mal in Wien warst, wenn du vielleicht sogar jemals da gewesen bist? Ich glaube, das letzte Mal in Wien war ich vor vielleicht 6 Jahren oder so. Aber ich weiß, dass ich besonders enttäuscht war, dass ich letztes Jahr nicht in Wien sein konnte. Da wollte eigentlich die DGPS, die Deutsche Gesellschaft für Psychologie, zusammen mit der ÖGP eine Konferenz veranstalten. Und da hatte ich ein Symposium eingereicht. Das wurde auch angenommen. Und ich habe mich gefreut, alle meine Conference-Buddies zu sehen. Und ja, auf den wissenschaftlichen Austausch, das ist ja leider flach gefallen. Aber ich hoffe, Wien ruft bald wieder. Ja, sehr gut. Ja, ich glaube, den wissenschaftlichen Austausch und den kollegialen Austausch, den haben wir alle sehr vermisst in den letzten 1,5 Jahren. Vielleicht legen wir jetzt ja die Grundsteine für das, was als nächstes kommt und schaffen vielleicht auch Gründe, dass wir bald wieder beieinander sitzen. So, die, danke Rima. Die vierte Person auf dem Podium, freue ich mich sehr, dass Kerstin Göpfrich dabei ist. Kerstin ist Fellow der ersten Stunde. Du warst direkt im allerersten Jahr dabei und du saßt auch bei der Podiumsdiskussion, die ich eben erwähnt habe, glaube ich, im ersten Jahr auch mit auf dem Podium. Das heißt, wir kennen diese Situation schon miteinander. Du bist Biophysikerin
Und du leitest die Gruppe Biophysical Engineering am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung in Heidelberg. Und da forschst du unter anderem zu DNA-Origami und 3D-Drucken von synthetischen Zellen. Also wir sind hier tief im naturwissenschaftlichen Cutting-Edge-Bereich. Außerdem hast du im Fellow-Programm eine der großartigsten Wissenschaftskommunikationen, Erfindungen gemacht, die ich kenne. Und zwar hast du Ring a Scientist erfunden und ins Leben gerufen. Und vielleicht können wir nachher noch mal ein bisschen drüber sprechen, wie du damit zu ZDF gekommen bist und was das für eine Wirkung hatte. Hallo Kerstin, wo bist du jetzt gerade? Wie geht's dir? Wie warm ist es? Hallo. Ja, erstmal, ich freue mich total, euch alle wiederzusehen. Das ist echt schön. Ich sitze im Keller. Das heißt, bei mir ist ganz schön, ganz angenehm kühl. Ich habe auch mein Jäckchen an. Im Keller, bei uns daheim bei Heidelberg. Genau. Und wir haben jetzt schon gesehen, die anderen sind in Berlin, Wien und Bonn. Hast du da irgendwelche Verbindungen hin? Warst du in einer der Städte in den letzten Jahren mal oder sind das für dich alles fremde Orte? Ja, ich meine, das Reisen im letzten Jahr natürlich war sehr eingeschränkt, aber also in Berlin, da habe ich natürlich viele schöne Erinnerungen, auch besonders in Verbindung mit dem Fellow-Programm. In Bonn war ich auch schon mal auf einer Konferenz, in Wien tatsächlich noch nicht, aber da findet es bei die European Biophysical Conference statt in diesem Jahr. Also mal schauen. Sehr gut. Wisst ihr schon, ob das eine Präsenzveranstaltung wird oder wird das auch wieder digital sein, die Wiener Veranstaltung, die du meinst? Vermutlich Hybrid. Mal sehen. Okay, ja. Ich glaube, Sehr gut. ich mach keine Vorhersagen mehr diesbezüglich. Ja, das funktioniert, das ist richtig. Super, dann haben wir jetzt alle vier Panelisten beieinander und können in die Diskussion einsteigen. Und ich würde gerne damit anfangen, ein bisschen darüber zu sprechen, was eigentlich in den 5 Jahren, seit das Fellow-Programm angefangen hat, sich verändert hat, ob bei Open Science was passiert ist. Und Kerstin, ich würde sehr gerne bei dir bleiben, weil du eben Fellow der ersten Stunde warst. Als du damals in das Open Science, in das Fellow-Programm Freies Wissen eingestiegen bist, was war da um dich rum für eine Atmosphäre zum Thema Open Science? Was für eine Rolle hat das damals gespielt? Ja, also ich hatte das Gefühl, dass das ein Thema war, was ganz, ganz stark präsent war in meiner Generation, also unter den jungen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Ich war damals Postdoc selber. Und da war das auf jeden Fall ein großes Thema. Aber ich hatte das Gefühl so, ja, in den, sag ich mal, more senior generations sozusagen, eher nicht. Und ich muss sagen, jetzt in den 5 Jahren, was ich so das Gefühl habe, und das ist ein persönliches Gefühl, ist, dass jetzt mehr und mehr auch, sag ich mal, die älteren Generationen auf uns zukommen und dass es gar nicht mehr so unser Thema ist, ja, sondern dass sehr viel Strukturen geschaffen werden, die wir nutzen können, was auch zum Teil, glaube ich, von den Fundern tatsächlich, von den Grant-Giving Organizations sozusagen daher kommen könnte. Dass Open Science eben jetzt oft auch zur Voraussetzung wird sozusagen. Aber ja, so mein Gefühl ist, dass es nicht mehr unser Thema ist. Und das ist natürlich irgendwie eine echt gute Entwicklung, finde ich. Aber ich sollte auch dazu sagen, ich meine, in den 5 Jahren habe ich mich verändert, hat sich meine Rolle verändert und die offene Wissenschaft hat sich wahrscheinlich verändert. Und das ist natürlich kein gutes Kontrollexperiment sozusagen. Deswegen, ja, interessiert mich auch, ob ihr das vielleicht ähnlich erlebt oder ja. Ja, danke. Katja, du hast eben sehr enthusiastisch genickt, als es darum ging, dass das in den Institutionen angekommen ist und auch bei den Fundern. Wie siehst du da die Vergleichssituation von vor 5 Jahren und heute? Ja, ich kann Kerstin nur beistimmen. Also ich sehe das ganz ähnlich. Als ich angefangen habe, vor wirklich langer Zeit mich mit Open Access und Open Science zu beschäftigen, war das ein Thema am Rande, ein Thema der Bibliotheken, ein Thema der Studierenden, die zum Teil auch keinen Zugriff auf gewisse Wissensbestände hatten und war wirklich very bottom-up, very grassroots, ja. Und das hat sich sehr, sehr stark verändert.
vor allem in den letzten 15 Jahren, aber auch nochmal ganz besonders in den letzten 5 Jahren, vor allem in Europa, wo das sehr, sehr stark ganz oben in der Politik auch angekommen ist, wo man, wie Kerstin hat schon erwähnt, natürlich ganz stark von Funder-Seite, aber auch wirklich von Policy-Seite in Europa und auch in sehr vielen europäischen Ländern geschaut hat, dass man das pusht. Und ich empfinde das so wie Kerstin, die Senior Generation war eigentlich meistens das größte Problem. Also die waren am härtesten zu knacken, härter als die Politik, möchte ich gerade mal behaupten. Und jetzt ist aber so, dadurch, dass Bottom-up viel Druck da war und die Politik das auch verstanden hat, auch im Innovationskontext übrigens, verstanden hat, was da für Potenziale liegen, und die Senior Generations zum Teil auch Platz machen, um es jetzt mal freundlich, höflich auszudrücken, ja, tut sich da was. Und jetzt ist die nächste Generation da, jetzt ist Kerstin da und Leute wie du, ja, die auch in ihrer aktiven Arbeit das sehr, sehr stark ganz zentral verankern. Also als typische wissenschaftliche Aktivität, als Beispiel einer Arbeitsweise für wissenschaftliche Integrität. Das heißt, es ist jetzt es wird gemainstreamt. Wir sind immer noch nicht dort, es ist immer noch nicht alles toll, aber wir gehen in diese Richtung und das ist sehr schön zu beobachten. Ja, Rima, ich sehe, du schüttelst den Kopf, weil es ist immer noch nicht alles toll. Du gehörst mit Sicherheit auch zu den Jüngeren hier, die diese Veränderung sozusagen erlebt haben. Was denkst du, was ist immer noch nicht so toll? Was hat sich in den 5 Jahren vielleicht noch nicht so bewegt oder wo würdest du am liebsten ansetzen? Das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, dass es ganz systematische und tiefgreifende Problematiken gibt, die sich eigentlich ändern müssten, sodass Open Science sich besser durchsetzen könnte. Und das hat sich in meiner Ansicht nach noch nicht überall durchgesetzt. Also die Art und Weise, wie wir publizieren zum Beispiel oder die Art und Weise, wie Stellen vergeben werden. Sicher kann ich da einige Veränderungen beobachten. Aber trotzdem sind das nicht solche tiefgreifenden Veränderungen, wie ich glauben würde, dass es die bräuchte, um mehr Open Science tatsächlich zu implementieren. Und das sehe ich zum Beispiel auch daran, dass einfach Kollegen, die genauso alt sind wie ich, die also nach der Hypothese quasi auch mit Open Science schon hätten aufwachsen können, das trotzdem nicht so implementieren, weil sie eben denken, ja, das lohnt sich nicht für mich. Das ist ein problematischer Gedankengang und ich denke, solange das noch so ist, haben wir noch einiges vor uns. Und könntest du eine Unterscheidung machen dazwischen? Geht es mehr darum, dass die Haltung und das Mindset noch fehlt oder ist es eher so, dass uns Infrastrukturen und Förderstrukturen fehlen? Ich würde sagen, beides. Ja, ich habe es befürchtet. Dominik, du hast jetzt nochmal einen anderen Blick auf die Sache. Als Teamleiter bei Wikimedia seid ihr das Team, was sich mit dem Kontakt zur Wissenschaft beschäftigt. Ihr habt natürlich auch noch andere gesellschaftliche Gruppen im Blick bei Wikimedia. Wie sieht das aus deiner Warte aus? Welche Bereiche von Open Science haben sich in den letzten 5 Jahren verändert? Wir haben ja 20 Fellows im Jahr, die wir fördern. Das ist eine relativ kleine Menge, um da schon richtig was repräsentativ abzuleiten. Aber das Interessante ist ja, dass wir tatsächlich aus allen Disziplinen fördern und deswegen mit dem Fellow-Programm immer einen ganz interessanten Blick so in die Breite der Wissenschaftslandschaft bekommen. Und wir haben ja auch jedes Jahr immer zu Beginn jeder Runde und am Ende natürlich auch geschaut, was bringen die Fellows schon mit an Wissen, wo haben sie die größten Interessen und Bedarfe, wo sie in dem Fellowship was dazulernen wollen. Und was wir bei dieser kleinen Gruppe sehen konnten, war schon, dass über die Jahre tatsächlich der Wissensstand, mit dem die Fellows ankamen, kontinuierlich gestiegen ist. Das ist so das eine. Super. Das andere ist, dass wir auch gemerkt haben, wir müssen das Programm immer wieder anpassen, weil tatsächlich die Fragen sich verändern. Ne? Also in diesen 5 Jahren merkt man schon, dass in den unterschiedlichen Disziplinen die Tiefe der Auseinandersetzung mit Open Science auch zugenommen hat. Das wurde alles irgendwie komplexer. Wir mussten tatsächlich eigentlich immer stärker spezifizieren auf die unterschiedlichen Bedarfe in den einzelnen Disziplinen und gucken, was ist da irgendwie gerade Phase, nicht nur im Sinne von Publikationsorten, Datenmanagement, aber auch von Methoden, Tools, da hat sich einfach wahnsinnig viel getan und deswegen wurden die Fragen auch differenzierter und ich glaube, da hat sich viel bewegt.
Ja, also ist auch hier ein gemischtes Bild. Ich finde tatsächlich auch eine Stärke des Fellow-Programms war die Interdisziplinarität, also zu sehen, was eigentlich die anderen machen und wie die anderen Felder da unterwegs sind. Und ich muss mal kurz eine kleine Regiekommentar sozusagen machen. Da wir jetzt im Digitalen sind, kann ich so schwer einschätzen, wenn ihr dringend was sagen möchtet. Also ihr könnt gerne auch irgendwie winken, Hand heben oder zusätzlich in mildes Nicken verfallen, wenn euch was ganz wichtig ist, damit wir auch ein bisschen in ein runderes Gespräch kommen können. Das ist für mich das Schwerste am Digitalen, dass der Augenkontakt nicht möglich ist. Ich kann euch angucken oder in die Kamera. Das kriegen wir hin. Also winkt ruhig, wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet jetzt unbedingt dazu was sagen. Ich war gerade bei dem Punkt Interdisziplinarität und die vielen verschiedenen Einblicke, die jetzt ich zum Beispiel auch bekommen habe ins Fellow-Programm. Ich habe zwei absolute Highlights, die zufällig beide auch von der Freien Universität kommen, nämlich das eine war das Projekt von Ben, der zum Thema, der ein Bienenforscher ist und der so Roboter gebaut hat, mit denen man die Wege von Bienen verfolgen kann und eine künstliche Blume. Und der Nikolaus Eisentraut, der ein Lehrbuch, ein juristisches Lehrbuch in komplett Open veröffentlicht hat. Habt ihr so Lieblingsprojekte aus dem Programm, wo ihr das Gefühl habt, das sind auch so Open Science Milestones oder Sachen, die richtig was Neues geschaffen haben, inklusive eure eigenen Projekte? Was waren da so eure Faves? Wer mag anfangen? Dann fange ich mal an. Ja, Also schön, dass du Katja. Nikolaus Eisentraut erwähnst, den habe ich nämlich mentort und ich bin irrsinnig stolz auf ihn und ich weiß, wie schwer es in den Rechtswissenschaften ist, etwa mehr Offenheit durchzubringen, schon allein, weil dort die Publikationskultur nochmal sehr, sehr spezifisch ist und da auch gewisse Verlage, die auch lokale Platzhirsche sind, sage ich mal, in einem sprachlichen Kontext, in einem nationalen Kontext hier ganz stark die Hand drauf halten, dass keine Veränderung passiert. Und natürlich die Hierarchie und all das, was Open Science auch schafft, aufzubrechen natürlich in solchen Systemen und sichtbar zu machen. Also das ist auch eines meiner Favorite-Projekte. Aber ich muss sagen, für mich war es als Mentorin sowieso extrem spannend, weil ich habe bei all meinen 6 Projekten in diesen 3 Jahren so viel mitgelernt mit den Fellows. Also das war so ein Geben und Nehmen. Und für mich war wirklich alles extrem spannend. Also von Carina Winkler, das Projekt zu Land Use, also die Veränderung der Landnutzung mit der Öffnung von zum Beispiel Daten, die aus Satellitenaufnahmen gewonnen werden und so weiter. Ein faszinierendes Projekt, jetzt eine tolle Publikation daraus entstanden. Dann Isabel Steinhardt, die dann auch Mentorin geworden ist, mit ihrem Versuch, die qualitative Forschung zu öffnen, Interviewforschung und Interviewanalysen zu öffnen. Ja? Also irrsinnig spannende Projekte. Ja, also und für mich ist auch so spannend gewesen, auch der Versuch, weil du vorher auch angesprochen hast, Wikimedia und auch die anderen Gruppen, die Wikimedia irgendwie anspricht und die Schnittstellen, die Wikimedia bildet, eben zu solchen Plattformen wie Wikidata, sich einmal genau zu überlegen, wie denn diese Schnittstelle zwischen Wissenschaft und öffentlichem Wissen hier funktionieren kann und was aus diesen Projekten dann jeweils wieder in diese Plattformen übertragen werden kann. Und ich muss sagen, das ist auch ein Thema, das lässt mich nicht los seither, und das ist gar nicht so einfach. Ja? Also ich habe nochmal viel auch über diese Schnittstelle zur Öffentlichkeit und der Gesellschaft in ihren verschiedenen Varianten gelernt. Insofern, ja, und dann gibt es noch 100 andere Lieblingsprojekte, weil einfach jedes Projekt für sich speziell war und ja, uns oft im Auswahlprozess, die Auswahl schon wahnsinnig schwierig oft gefallen ist, weil alle Anträge so toll waren. Ja, das ist auch ein rundes Bild. Ich möchte alles auch nochmal wiederholen, die du gesagt hast. Für alle, die bei Wikimedia immer nur an Wikipedia denken, Wikidata ist ein super wichtiges Projekt, gerade wenn es um offene Wissenschaft geht. Wenn ihr noch nicht Ja, wisst, was das ist, Wikisite. schaut euch das mal an. Und Also Wikisite, ja, ich Situationen, mit ja, einem. es gibt ganz viele Ebenen, die extrem spannend sind, ja.
Genau. Kerstin, beim Thema Verbindung in die Öffentlichkeit müssen wir jetzt vielleicht doch mal über Ring a Scientist reden. Ring a Scientist ist ein Service, mit dem ich mir zum Beispiel als Lehrerin ein Skype-Date mit einer Wissenschaftlerin direkt in den Klassenraum holen kann, richtig? Magst du ein Genau, bisschen erzählen, wie das funktioniert? ja, super gerne. Also vielleicht ein bisschen auch was zum Entstehungshintergrund. Ja, irgendwie jetzt so in der Pandemiesituation erscheint es so offensichtlich. Ja, wir müssen Unterricht per Videokonferenz machen und das muss doch möglich sein. Aber damals, als wir das Projekt initiiert haben, also 2016, 17, war das eben tatsächlich gar nicht so. Und da war das erstmal ein bisschen vielleicht auch radikal gedacht, sich zu überlegen, okay, müssen es immer Schulbesuche sein, wenn man Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ins Klassenzimmer holen will? Und vielleicht, woher das Ganze kommt. Ich hab promoviert damals in England und war sehr viel in Schulen und habe sehr viel über meine Wissenschaft oder über das Studium und so weiter mit Schülern auch gesprochen. Oft kamen dann Anfragen auch von weiter her und es wurde auch sehr unterstützt im englischen Wissenschaftssystem und sehr gefördert, auch finanziell. Aber irgendwann war es dann so, dass ich eben sagen musste, ja Mensch, ich mach's per Zoom oder Skype, weil es einfach zu viel Zeit in Anspruch genommen hat, jetzt zum Beispiel auf die Insel Jersey zu fliegen oder so. Und so kam eigentlich die Idee, okay, Mensch, ich kann sogar meine Laborgeräte zeigen, ich bin in meinem natürlichen Umfeld, die Studenten, die Schüler, die interagieren eh ganz gut, sage ich mal, auch auf dem Weg. Und ja, so hat mir das immer viel Spaß gemacht und hat auch aus meiner Sicht ganz, ganz gut funktioniert. Ich glaube, auch die wenigen Lehrer, die dazu bereit waren, denen hat es auch Spaß gemacht. Ich dachte immer, Mensch, ich meine, jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin ist knapp bei Zeit und ich glaube, wir alle oder viele von meinen Kollegen und Kolleginnen glauben schon, dass die Kommunikation ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist, aber eben auch nur einer. Als erstes sind wir immer noch Wissenschaftler und für unsere Gruppen da, ja. Und deswegen müssen wir es schaffen, irgendwie die Zeit, die wir dafür brauchen, Wissenschaft zu kommunizieren, auf das zu minimieren und gleichzeitig die Effektivität zu maximieren. Und dann dachte ich, Mensch, okay, wenn man eine Plattform aufsetzen könnte, wo man das Ganze eben per Web-Videokonferenz macht, das wäre doch eine klasse Sache. Und ja, mein Partner Karl und ich, wir haben dann diese Website eben aufgesetzt und es ist langsam angelaufen, muss ich sagen. Es ist zum Glück aber alles automatisiert gewesen, sodass jetzt, als Corona kam und so weiter, wirklich alles in place war sozusagen, um diesen riesigen Schwall an Anfragen, die dann kamen, weil jetzt auf einmal, sag ich mal, die Möglichkeit, eine Videokonferenz zu machen, nicht mehr so fremd erschien für Schülerinnen, für Lehrerinnen. Und ja, so war das vom Timing her echt ganz gut, dass das alles aufgesetzt war. Und ich hoffe eben, dass das auch was ist, was sich in die Zukunft hält, weil ich glaube, beide Seiten profitieren. Es spart Zeit, es spart Geld und ja, es kann Dinge tun, die in einem persönlichen Besuch eben vielleicht nicht möglich sind. Trotzdem der persönliche Besuch immer, also es ist immer eine Ergänzung, klar, aber Ja, großartig. Und seid ihr da mittlerweile auch mit vielen verschiedenen Disziplinen vertreten oder ist das eher der Laborbesuch sozusagen, der das am Anfang ja mal vor allem war? Der virtuelle Labor, also nee, ganz und gar nicht. Also ich glaube, gerade diese kleinen Fächer, wie man es ja oft nennt, die vielleicht in der Uni vertreten sind, aber die es in der Schule gar nicht gibt, gerade solche Themen sind ja etwas, mit denen sich Schüler sehr gerne auseinandersetzen und auch denen auch Lehrer und Lehrerinnen sehr offen gegenüberstehen eigentlich. Und gerade beim Naturwissenschaftler kann man sich noch vielleicht vorstellen, was der den ganzen Tag macht. Ja, der ist im Labor oder wie auch immer. Aber gerade bei den Geisteswissenschaften habe ich das Gefühl, dass viele Schülerinnen und Schüler, mich inklusive, viel weniger Ahnung haben, was man eigentlich den ganzen Tag so macht. Und dass da auch so ein persönliches Gespräch natürlich super gewinnbringend ist. Und Ja. deswegen ist es ganz und gar nicht auf die Naturwissenschaften beschränkt. Wir haben jetzt ganz viel mit Klimawissenschaften tatsächlich gemacht, weil das ja auch Ja, gerade an sehr Schulen ein schön. großes Thema ist. Wir haben auch so ein Badge, Scientists for Future inzwischen, wo sich diese Leute entsprechend kennzeichnen. Und ich glaube, über 50 Klimawissenschaftler, aber ja, insgesamt weit über 200 Wissenschaftler auf der Ja, Plattform vertreten. spannend. Ja, danke, Kerstin. Ich finde das Projekt auch so interessant, weil das auf dem Spektrum von dem, was Open Science abbildet, ja vor allem den Bereich Wissenschaftskommunikation im Sinne von Kommunikation mit einer breiteren Öffentlichkeit, mit Nichtwissenschaftlerinnen,
thematisiert. Rima, in deiner Arbeit zum Thema Open Science, spielt da diese Kommunikation mit den nicht wissenschaftlichen Interessierten auch eine Rolle oder geht es bei dir eher um die Kommunikation mit anderen Fachcommunities oder innerhalb deiner Fachcommunity sogar? Also ich glaube, das ist mit meiner Arbeit so eine zweischneidige Sache. Also auf der einen Seite habe ich im Rahmen meines Fellowships damals einen Online-Kurs erarbeitet, der schon für die breite Öffentlichkeit gedacht ist und in dem also erklärt wird, warum experimentieren Wissenschaftler eigentlich und wofür ist das gut und warum braucht man das genau so und logischerweise, wie bindet man da Open Science direkt mit ein? Also die Idee war sozusagen zu erklären, wie Experimentalwissenschaft funktioniert und Open Science als klare Notwendigkeit dort mitzuerklären, also als normalen Teil des Prozesses. Und das ist also ein Teil, der sich schon auch an die breite Öffentlichkeit gerichtet hat, aber zum Beispiel auch an die Studierenden in einem Seminar von mir, die eigentlich mir die Idee gegeben haben, weil ich gemerkt habe, dass denen eigentlich, obwohl sie schon anderthalb Jahre Psychologie studiert hatten, zu dem Zeitpunkt nicht ganz klar war, was das jetzt eigentlich soll mit diesen Experimenten. Das heißt, es geht schon auch in die Richtung der Arbeit mit den Studierenden in meinem Fachbereich. Und dann gibt es noch Arbeiten, die, ich würde sagen, nicht mit Studierenden, sondern mit anderen Wissenschaftlern zusammen inhaltliche Fragestellungen, also Wissenschaftsthemen beackern. Zum Beispiel könnte ich erzählen, dass ich Teil eines großen Replikationsprojekts bin im Moment, das auch hier im Fellowship mitgefördert wird. Der Hilmar Broma ist der Fellow, der da dazugehört. Und wir führen eine Multilab-Studie durch, bei der wir herausfinden wollen oder replizieren wollen, ob die Verwendung von generischem Maskulinum im Vergleich zu Gendern in der deutschen Sprache zu unterschiedlichen Verhalten der Versuchspersonen führt. Also ich würde sagen, es ist wirklich ein ganz bunter Strauß der Arbeit, die ich da mache. Ja, Replikationsstudien, insbesondere aus dem Bereich der Psychologie, sind ja ein großer Motor gewesen, der Open Science vorangebracht hat. Aber das ist kein so ganz allgemein bekannter Begriff. Kannst du vielleicht kurz erzählen, was das bedeutet, Replikation? Ja, klar. Also Replikation bedeutet, dass man eine Studie, die jemand anders schon mal gemacht hat, nochmal macht und schaut, ob man zum gleichen Ergebnis kommt oder eben nicht. Und dabei kann man also verschiedene Herangehensweisen wählen. Man kann zum Beispiel versuchen, so nah wie möglich an der Originalstudie zu bleiben, damit, falls es nicht klappt oder falls es doch klappt, also auch wirklich klar ist, woran es gelegen hat. Oder man kann versuchen, systematisch eine Sache zu variieren und zu sagen, okay, ich glaube, der Effekt, der ist gezeigt worden mit einer Population von Wühlmäusen und jetzt probiere ich das nochmal mit, ich habe keine Ahnung von Mäusen, aber also irgendeine andere Mäuseart und schaue, ob es den Effekt dann nochmal gibt. Das wäre also auch eine Möglichkeit zu replizieren. Und man kann aber also nicht nur methodisch unterschiedlich daran gehen, sondern auch in der Art und Weise, wie der Prozess sozusagen umgesetzt wird. Zum Beispiel könnte man versuchen, möglichst viele Wissenschaftler zusammenzubringen, um eine bestimmte Studie zu replizieren. Also eine Studie, sagen wir, 50 Mal nochmal zu machen. Oder man könnte... So, jetzt hat hier den letzten Satz hat bei mir die Technik geschluckt. War das nur bei mir oder war das bei euch allen so? Rima, kannst du den letzten Satz vielleicht nochmal sagen? Ja, klar. Der letzte Satz war, man kann also versuchen, möglichst viele Ressourcen zu bündeln, eine Studie ganz oft nochmal zu machen oder viele Studien mindestens mal einmal nochmal zu machen. Und je nachdem, ob man sich dafür interessiert, ob ein ganz bestimmter Effekt sich replizieren lässt oder es mehr darum geht, herauszufinden, wie es um ein bestimmtes Feld steht zum Beispiel. Ja, genau. Das ist ein extrem wichtiges Element und das zeigt auch ganz deutlich, was Open Science eigentlich bedeutet. Wir haben jetzt noch gar nicht so richtig gesagt, was wir darunter eigentlich alles verstehen. Ich glaube, es war schon impliziert, dass es um die Publikation von Forschungsergebnissen geht. Am Rande sind vielleicht die Forschungsdaten schon mal vorgekommen. Aber das, was du jetzt beschreibst, Rima, um eine Studie komplett replizieren zu können, braucht man ja viel, viel mehr als nur die Daten und die Ergebnisse. Man bräuchte zum Beispiel auch die Verwendung des
Software bis hin zu Rechnerkonfiguration, um das genau wiederholen zu können. Das heißt, die Offenheit, die dafür notwendig ist, ist echt schon mal ein anderes Kaliber, als wenn man einfach nur, wie das bei, was heißt einfach nur, wie bei Open Access, wenn es erstmal nur darum geht, die Publikationen frei verfügbar zu machen, ist hier noch ein viel größeres Umdenken der Fall. Wenn wir aber nochmal zurück auf die Frage kommen, richtet sich Open Science, ist das ein Thema von WissenschaftlerInnen für WissenschaftlerInnen oder geht es auch um die Schnittstelle von Wissenschaft und Gesellschaft? Dominik, wie hat sich das Thema bei euch entwickelt? Du hast ja vorhin schon gesagt, dass die Schnittstelle zu einer breiten Öffentlichkeit für Wikimedia natürlich sehr, sehr wichtig ist. Aber spielt diese andere, die Kommunikation zwischen den WissenschaftlerInnen und den wissenschaftlichen Communities, für euch eine Rolle oder war die wichtig in den vergangenen Jahren? Ich denke, es gehört irgendwie beides zusammen. Ne? Also ich meine, als Wikimedia stehen wir ja für die Idee von freiem Wissen und wollen, dass alle Menschen teilhaben können an dem Wissen der Welt. Und da geht es natürlich auch um verlässliches und valides Wissen und das muss irgendwie in die Welt kommen. Und dafür spielt natürlich gerade die wissenschaftliche Wissensproduktion eine große Rolle. Und ich bin überzeugt davon, dass tatsächlich offene Wissenschaft auch dazu beitragen kann, den Austausch innerhalb der Wissenschaft und damit irgendwie auch die Qualität von wissenschaftlichen Ergebnissen zu erhöhen. Und das ist natürlich klar, total essentiell. Wir sehen ja auch zum Beispiel, dass die Wikipedia da eine enorme Rolle spielt als Verstärker tatsächlich von Wissen, auch von wissenschaftlichem Wissen. Und auch da spielt der offene Zugang zu diesen Ergebnissen oder also mehr zu den Ergebnissen als jetzt zu Daten oder ähnlichen Dingen, spielt natürlich eine total große Rolle, weil es macht auch keinen Spaß für Menschen wie du und ich, wenn wir irgendein komplexes Ding wie Replikation mal in Wikipedia nachschauen wollen und wir interessieren uns wirklich dafür und dann lesen wir da rein und da ist im besten Fall und in den meisten Fällen alles gut belegt und ich klicke da weiter und ich lande an der nächsten Paywall eines Wissenschaftsverlags. Das ist natürlich unbefriedigend. Insofern geht es für uns da schon um das große Bild und letztlich auch um ein Ökosystem des freien Wissens, wo einfach die Haltung und die Praxis ist, dass man Wissen mit anderen teilt und ja auch im besten Fall gemeinschaftlich erweitert, verbessert und weiterbringt. Ja, und das ist ein total wichtiger Punkt, der im Übrigen nicht nur für Leute wie dich und mich, die jetzt nicht aktive Forscherinnen und Forscher sind, im Moment wichtig ist. Ich komme gerade quasi frisch vom diesjährigen Bibliothekstag, der größten Konferenz von BibliothekarInnen in Deutschland. Und da haben Kolleginnen eine Studie durchgeführt, wo die BildungsforscherInnen befragt haben zum Thema Open Access. Und für die ist der Wunsch, eine Ressource, wenn sie gefunden haben, sofort auch digital zur Verfügung haben, Nummer eins in ihrer Bedürfnisliste, wenn sie ihre Forschung betreiben und wenn sie recherchieren. Wir machen jetzt viele Sprünge zwischen unserer persönlichen Erfahrung und dem großen Ganzen und ich würde das gerne ein bisschen zusammenbringen und mal fragen, welche konkreten positiven Veränderungen, vielleicht auch negativ, vielleicht bleiben wir erstmal bei den positiven, welche konkreten positiven Veränderungen im Bereich Open Science gab es denn vielleicht mit Fokus auf den deutschsprachigen Raum in den letzten 5 Jahren und welche davon haben vielleicht auch direkt mit dem Fellow-Programm zu tun? Also hat diese ganze Arbeit der 90 Fellows, der mehreren Dutzend MentorInnen und PartnerInnen etc., haben wir eigentlich was bewegt? Wie seht ihr das? Gibt es vielleicht nicht messbare, aber doch fassbare Erfolge aus dieser Zeit? Katja, vielleicht magst du anfangen. Ja, eben. Also nachdem ich da schon doch relativ lang dabei bin bei diesem Thema, gibt es für mich natürlich deutlich sichtbare Erfolge. Also ich glaube, der Chris hat das ja vorher schon in der Präsentation alles recht schön zusammengefügt. Also das Fellow-Programm hat für mich schon diesen starken Multiplikationseffekt gezeigt und wie wichtig das ist, analog einer schönen Kampagne, einer schönen Grassroots-Kampagne, eben genau solche Multiplikatoren und Multiplikatorinnen zu ermöglichen. Also das
der Nachwuchs gefähigt wird, nicht nur mit Wissen, sondern auch mit einer gewissen Autorität und mit einer Institution vielleicht im Hintergrund, die das nochmal verstärkt, um Veränderungen herbeizuführen. Ja? Und ich meine, Rima hat es erwähnt, natürlich sind wir, es gibt wirklich noch sehr, sehr viel zu tun. Aber was ich zum Beispiel schon merke, und da stoßen wir natürlich jetzt an fulminant an Grenzen, also Open Science zeigt ja ganz deutlich auch die Missstände auf. Also Open Science hat ja mit Offenheit kommende Instrumente in die Hände von Leuten im Machtgefüge der Wissenschaft, die vorher so nicht verfügbar waren. Und das heißt, man sieht auch, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert, wie Wissen entsteht, wie es legitimiert wird und welche Macht es wie entfalten kann. Ja? Und man kann jetzt in Richtung Accountability und Reproduzierbarkeit arbeiten, aber was eben so auch der Stand einer Person mit ihrer wissenschaftlichen Karriereplanung in einer Institution bedeutet, wenn man bestückt ist mit sozusagen viel Offenheit, ja, also wenn man daran arbeitet, zum Beispiel Open Educational Resources mitzuentwickeln mit seiner Forschung und so weiter, da haben wir zum Beispiel schon deutlich gesehen, und das ist jetzt nicht natürlich nur aufs Fellow-Programm zurückzuführen, aber dass es durchaus inzwischen viel mehr Institutionen gibt, die beginnen, diese Dinge in den Recruiting-Prozessen zu berücksichtigen. Ja, das heißt auch, diese wirklich zum Teil furchtbare traditionelle wissenschaftliche Meritokratie wird da aufgebrochen und es kommen einfach andere Dinge hinein, die man in seinen Lebenslauf schreiben kann. Und ich weiß, es gibt Felder, wo das immer noch sehr, sehr schwierig ist und wo High Impact Journals und der Dummer Age Index alles sind, was man braucht. Ja? Aber es gibt eben andere Felder, wo das nicht mehr so ist, wo man jetzt Ausschreibungen sieht in Institutionen, wo übrigens dann auch Fellows sitzen, ja, wo bei einer Professur ausgeschrieben wird, dass man sich explizit Open Science Erfahrungen wünscht. Ja. Es sitzt ein Ex-Fellow sitzt jetzt in der Berlin University Alliance, die ein wunderschönes Open Science Programm ausgeschrieben haben. Ja. Also man sieht, das hat diffundiert, ja, und sowas funktioniert. So funktioniert eine erfolgreiche Kampagne, die nachhaltig aufgesetzt ist. Also für mich, ich bin da schon sehr positiv. Ich glaube, das hat viel bewirkt. Und ich glaube, mit den Fellows zumindest, mit denen ich noch Kontakt habe, die empfinden das auch so. Es hat sie auf jeden Fall gestärkt in ihrer Position und auch in ihrer wissenschaftlichen Karriere. Okay, also das Konzept mit den MultiplikatorInnen ist aufgegangen. Kerstin, wie ist deine Perspektive darauf? Ganz kurz, ich wollte nur anfügen zu dem Punkt, mit dem es geht nicht mehr nur um High Impact und Age Index, aber der Witz ist, dass genau wenn es um High Impact und Age Index geht, dass es dann sehr, 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 sehr schwierig geworden ist, nicht mehr Open Science zu betreiben. Also gerade die High Impact Journals, muss man ja sagen, die fordern das absolut ein, dass die Daten eben mit publiziert werden und dass nicht nur das Paper offen ist, sondern tatsächlich auch die Daten offen sind bis zum letzten Datensatz, der irgendwo in den Supporting Informations steht. Ja? Und also deswegen, selbst wenn man nur nach Age Index und High Impact Publikationen geht, selbst dann hat sich, glaube ich, doch durchaus was getan. Und ich glaube, da kann man wirklich sagen, top-down meets bottom-up. Ja? Also ich meine, ich glaube, was das Coole war am Fellowship-Programm, ist, dass es zu der Zeit kam, gleichzeitig mit, wo Institutionen und besonders auch Grant-Giving-Institutions und Politiker und so weiter sich Gedanken gemacht haben, was können wir machen? Und dass dann bottom-up gleichzeitig wir uns gedacht haben mit unseren eigenen Grassroot-Projects, okay, was können wir machen? Und dann, als dann diese Requirements sozusagen da waren, gab es durch die Fellows und durch viele andere, die sich einfach so mit dem Thema offene Wissenschaft beschäftigt haben, Leute, die die Fähigkeit hatten und die wussten, wie es geht sozusagen. Das ist eigentlich das Schöne. Ja, ja ich glaube, dieses Zusammenwachsen von Top-Down und Bottom-Up ist eine ganz, ich teile auch diese Beobachtung auf jeden Fall auch. Und ich glaube, das ist, weswegen das jetzt auch so viel Wirkmacht entfalten konnte. Rima, wie ist deine Perspektive darauf, was das Fellow-Programm bewirkt hat? Also ich teile die Beobachtungen bisher auf jeden Fall und ich würde dem hinzufügen, dass ich glaube, dass das Fellow-Programm im Bottom-Teil von Bottom-Up und Top-Down, glaube ich, dazu geführt hat, nochmal eine stärkere Community zu
zu bilden. Mhm. Also ich habe das Gefühl, ich als ehemalige Fellow und ich als Mitglied dieser Community, ich kenne jetzt einfach die Leute, bei denen ich weiß, dass die viele meiner Ansichten zu Open Science, zur Frage, wie man eigentlich Wissenschaft gut macht, teilen. Und das heißt also, ich weiß auch, an wen ich mich wenden kann, wenn ich eine Idee für ein neues Projekt habe, wenn ich irgendwo das Gefühl habe, oh, hier weiß ich gar nicht, ob das so wichtig ist, da muss ich nochmal jemanden fragen und ich brauche so ein bisschen Grounding, ich brauche ein Sounding Board oder sowas. Also meine Beobachtung ist, dass die Community eigentlich aus meiner Sicht eine besonders wertvolle Sache ist, die sich so entwickelt hat. Und ich hoffe sehr, dass dieser Multiplikatoreneffekt bedeutet, dass unsere Community einfach immer weiter wächst und weiter wächst. Ja, super. Also von den drei Säulen des Programms, die Chris auch vorhin angesprochen hat, also der Kompetenzaufbau, die Veränderung in den Institutionen, hast du jetzt nochmal den Punkt der Community of Practice hervorgehoben. Und das ist was ja interessanterweise, was einem auch keiner mehr wegnehmen kann. Also selbst wenn die Institutionen jetzt ein bisschen schlafen, gibt es halt dieses Netzwerk von Leuten, die eben diese Kompetenzen schon mitbringen. Also bei uns ist auch die Gründung der Open Science Gruppe an der FU auf jeden Fall mit dem Kristallisationspunkt Fellow-Programm gestartet, ne? Weil ich wusste, wen es gibt in der Wissenschaft, der da sich bereits engagiert. Wir haben jetzt den Blick viel zurückgeworfen, aber natürlich ist der Abschluss des Fellow-Programms auch der Start von etwas Neuem. Ihr habt jetzt schon gesagt, ihr wünscht euch, dass die Community gemeinsam erhalten bleibt und dass diese Verbindungen weiter bestehen bleiben. Lasst uns doch mal für einen Moment nach vorne gucken, um zu schauen, welche Herausforderungen gibt es denn? Also jetzt gar nicht so sehr, wie kann Wikimedia das nächste Programm aufstellen? Ich glaube, da sind die Weichen schon so gestellt, dass ihr da tolle Beratung euch rangeholt habt. Aber vielleicht, Dominik, vielleicht kannst du mal anfangen zu beschreiben, was du jetzt als die nächsten großen Herausforderungen im Thema freies Wissen und offene Wissenschaft vor allem siehst. Ja, gerne. Ich meine, ich glaube, da gibt es ganz viele. Katja hatte irgendwie schon eine genannt. Ich finde genau dieses Feld von dass diese Öffnung und diese ganze Open-Dynamik natürlich auch neue Player auf den Plan ruft oder vielleicht auch Player, die schon da waren, aber das macht es anders verteilt wird. Ne? Und das ist schon interessant, das da noch mal ein bisschen genauer hinzugucken, ist das eigentlich die Art von Open Science, die wir meinen. Das ist aber, glaube ich, gar nicht so der Punkt, den ich jetzt an der Stelle stark machen würde, sondern was uns gerade vor allem beschäftigt, ist die Frage von offene Wissenschaft hat ja einen großen Anspruch tatsächlich auch an Teilhabe, an Fragen von Equity und Partizipation auch in die Gesellschaft hinein, aber auch innerhalb der Wissenschaft. Also wer kann denn wirklich tatsächlich an Wissen teilhaben? Wo wird Wissen produziert? Welchem Wissen wird welcher Wert zugeschrieben? Und so weiter und so fort. Da stecken ja ganz viele Fragen drin und die sind für uns als Wikimedia-Bewegung gerade einfach sehr zentral. Es war vorher schon angeklungen, die Wikimedia-Bewegung ist eine globale Bewegung und wir haben einen Strategieprozess hinter uns, wo wir uns gefragt haben, wie wollen wir 2030 eigentlich aussehen? Was müssen wir jetzt schon anfangen zu verändern, um dann auch noch tatsächlich mit den Projekten, die wir haben, relevant zu sein, um mehr Menschen zu erreichen, um unseren eigenen Anspruch auch daran, das Wissen der Welt abzubilden, tatsächlich dem gerecht zu werden, weil auch da sind wir selbstkritisch genug zu wissen, dass es bislang ein sehr westliches Projekt ist, was eine bestimmte Wissensform repräsentiert und da noch viel Luft ist für Diversität. Und das ist eigentlich die Frage, wo ich sagen würde, das ist auch die Herausforderung für die Zukunft, nochmal zu schauen, wie open ist eigentlich Open Science. Und genau das ist auch die Stelle, an der wir jetzt gerade konzeptionell sitzen und schauen, wie können wir eigentlich auch das nochmal stärker öffnen, für andere Gruppen, die eben stärker von Macht und Privilegien ausgeschlossen sind als andere im Wissenschaftssystem. Ja, spannend. Also die Themen Diversity und Equity dann nochmal in den Mittelpunkt zu rücken und diese Teilhabe möglichst breit zu denken. Ja, das ist ja ein ganz kleines Paket, was da vor uns liegt. Wie sehen das die anderen drei? Was sind die großen Herausforderungen, denen wir uns als nächstes widmen sollten? Was sind die nächsten Schritte für offene Wissenschaft? Rima, was siehst du sozusagen auf unserem Weg liegen als nächstes?
Also ich sehe das durch zwei verschiedene Linsen sozusagen. Die eine Linse ist die, bei der ich mich frage, sozusagen ich als Wissenschaftlerin, wie funktioniert das für mich weiter in der Zukunft? Wo ich sagen würde, ich würde sagen, also es ist einfach ein Experiment, schauen wir mal, ob das klappt, so Wissenschaft zu machen, wie ich mir das vorstelle und offene Wissenschaft zu machen und ob das am Ende in diesem Wissenschaftssystem sich durchsetzen kann. Und die andere Frage ist, also die andere Perspektive ist eher so eine grundsätzlichere. Und ich glaube, die grundsätzlichere, also was müssten wir eigentlich insgesamt ändern, damit offene Wissenschaft besser offen sein kann? Und ich glaube, eine der großen Herausforderungen ist tatsächlich die Art und Weise, wie wir unser Wissen teilen. Denn im Moment geschieht das ja oft so, dass wir Paper publizieren, die müssen dann in bestimmten Journals landen, die sind oft hinter einer Paywall und so weiter. Also das Problem ist hier sicher hinlänglich bekannt. Und ich glaube, diese Art und Weise zu publizieren, die hatte sicherlich irgendwann mal ihre Berechtigung, als nämlich beschränkt war, wie viel man so drucken konnte welche Zeitungen man sich so abonnieren konnte. Und heute haben wir, glaube ich, eine ganz andere Art und Weise, Informationen zu teilen im Sinne von digitaler Infrastruktur. Also, dass ich insgesamt sagen würde, dass eine Herausforderung für offenes Wissen und offene Wissenschaft ist, diese digitale Infrastruktur so zu nutzen, dass wir das Wissen, was wir generieren, die Erkenntnisse, die wir generieren, zugänglich machen können und auf eine Art und Weise schon auch kuratieren müssen, denn niemand kann das gesamte Internet lesen, das geht einfach nicht. Aber in dieser Kuratierung trotzdem vermeiden, Barrieren einzubauen. Und ich glaube, das ist eine ganz grundsätzliche Überlegung und wie genau das gehen soll, das ist sicher auch schwierig umzusetzen, denn da sind Traditionen gewachsen und da gibt es jetzt also einiges, was man über den Haufen werfen müsste, damit man diese schöne Idee umsetzen könnte. Aber ich glaube, das ist die zentrale Herausforderung für offenes Wissen und offene Erkenntnisse. Ja, spannend. Also dann ist doch das Thema Open Access einfach leider immer noch nicht erledigt, sondern nach wie vor ein großes Problem, wie wir das hinkriegen. Und kleiner Werbeblock für die Bibliotheken an dieser Stelle. Die Bibliotheken in euren Forschungseinrichtungen sind eure PartnerInnen bei diesem Thema. Und die haben auch noch viel zu lernen, aber nutzt die Chance. Die wollen da eigentlich auch mitmachen und haben da viele Kompetenzen. Und häufig auch können die finanzielle Unterstützung anbieten. Ja, Rima. Sorry, wenn ich noch mal ganz kurz einen Follow-up machen darf. Also ich glaube, mir geht es nicht nur darum, Open Access im Sinne von, ich mache da mal ein Papier offen verfügbar, sondern mir geht es auch noch mal grundsätzlich ja darum, zu überlegen, was publizieren wir eigentlich und an welcher Stelle, also muss das denn so sein, dass das ein Papier ist? Also es gibt zum Beispiel auch in Berlin übrigens die Initiative Liberate Science, die ja so dran arbeiten, sich ganz neu zu überlegen, was man eigentlich publizieren kann. Kann man vielleicht eigentlich schon eine Hypothese publizieren oder kann man vielleicht eine Introduction von einem Paper publizieren? Ist das denn schon eine eigenständige Sache, die wir verfügbar machen können? Und können wir vielleicht so Netzwerke bilden zwischen einzelnen Wissensabschnitten? Also ich glaube, es ist grundsätzlicher noch, was ich anspreche, als zu fragen, wie kann Open Access gehen? Ja, gibt es da in deinem Feld schon konkrete Sachen, wo man jetzt sagen kann, wir publizieren nicht nur Ergebnisse, sondern auch einzelne Datenpunkte? Das Thema Null Results ist da ja auch immer wichtig, publizieren wir auch, wenn nichts rausgekommen ist. Gibt es da aus deinem Feld schon erste Bewegungen, wo man sagen kann, ah, da bewegt sich so ein bisschen was, da verändert sich auch die, also nicht nur der Modus des Publizierens, open oder closed, sondern auch die Art des Publizierens tatsächlich, was auch die Begutachtungswege beinhaltet? Ja, es ist lustig, dass du das fragst. Ich habe tatsächlich gestern Abend eine Rejection bekommen für ein Papier, das einen Null-Effekt hat. Das war sogar auch präregistriert. Also im Voraus haben wir genau gesagt, was sind unsere Hypothesen und was wollen wir genau machen und wie wollen wir das analysieren. Und die Sachen, die wir präregistriert haben, waren leider Null-Effekte, aber wir haben auch andere interessante Sachen gefunden, die waren dann halt explorativ. So, und dafür habe ich jetzt also eine Rejection kassiert. Also es schmerzt mich und es ist für mich sehr aktuell, das Thema. Demnach bin ich mir nicht sicher, ob ich jetzt besonders freudig verkünden kann, dass Null-Effekte mittlerweile voll oft publiziert werden. Also ich glaube, so im Schnitt ist das sicher mehr als früher, aber noch nicht so viel, wie ich mir das wünschen würde, sagen wir mal so. Ich glaube, also insgesamt gibt es schon Bewegungen hin, anders zu publizieren. Zum Beispiel kann man oftmals jetzt auch eine sogenannte Data Publication machen, so dass man also seinen Datensatz zusätzlich zu einem normalen Paper in einem Journal veröffentlicht und dann also diesen Datensatz zur Verfügung stellt. Ich finde, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber ich glaube, es könnte sogar noch modularer werden.
Das ist allerdings vielleicht so ein bisschen eine radikale Einstellung. Also ich glaube, so weit sind wir noch lange nicht, aber ich sehe sozusagen ein paar Tendenzen, die in diese Richtung gehen. Ja, es gibt ja auch Leute, die auf eine Kombination von Preprint-Publikationen, also publizieren, bevor ein Journal draufgeschaut hat, und Open Peer Review, also offene, von Journals losgelöste Begutachtungsprozesse, die genau diese Schwierigkeiten verändern könnten. Ne? Kerstin und Katja, wie sieht das in euren Feldern aus? Also gibt es da schon eine sichtbare Veränderung der Publikationskultur? Kerstin, du hattest eben gesagt, die High-Impact-Journals spielen schon immer noch eine Rolle. Gibt es da trotzdem eine Veränderung, die wir jetzt vielleicht weiter pushen können absolut, in den nächsten Jahren? Ja, die High Impact, wir publizieren gerne in Nature and Science oder den Nature Baby Journals oder so. Auf jeden Fall. Ich glaube, gerade als junge Wissenschaftlerin ist es wichtig für meine Karriere, und ich meine, es ist ja auch irgendwie ein Wettbewerb, der auf eine Art und Weise auch Spaß macht. Ja? Also ich meine, ich bin Wissenschaftlerin geworden, weil irgendwie dieses Rennen um das beste Paper und die besten, die coolsten Ergebnisse, das macht ja auch irgendwie Spaß. Das ist ein Wettbewerb, der soll ja auch nicht aufgehoben werden. Ja? Ich glaube aber, dass das eine das andere nicht ausschließt. Also diese Journals sind ja nicht schlecht und müssen deswegen schlecht bleiben, ja? Sondern eben, es gibt gerade in solchen Journals einen großen Push dafür, offener zu publizieren und auch anders zu publizieren. Und ich glaube, also weil wir vorhin von Null Results zum Beispiel gesprochen hatten, ich meine, klar, ich würde mir auch wünschen, dass sich das Schritt für Schritt ändert, aber es gibt einfach auch Arten und Weisen, das jetzt zu umgehen. Zum Beispiel die Art und Weise, wie ich das gerne mache, ist, dass wenn ich was rausgefunden habe, was auch publizierbar ist, und ich schreibe die Publikation dazu, dann kommen die ganzen negativen Ergebnisse, die sich über die Monate da angesammelt haben, kommen einfach in die Supporting Information. Ja. Das heißt, wen es wirklich interessiert, der kann den Weg nachvollziehen. Der kann schauen, okay, das hat geklappt, was hat denn davor alles nicht geklappt und warum vielleicht. Ja? Und dann sind ja Null Results auch keine Null Results mehr, sondern dann haben die ja auch, sag ich mal, ihren Wert und ihre Berechtigung. Und ich glaube, gerade so in Supporting Informations oder so, wenn man denkt, gibt es auch Arten und Weisen, die zu publizieren. Gleichzeitig, was man, denke ich, als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin immer machen kann im Peer-Review-Prozess, ohne dass sich der Peer-Review-Prozess ändern muss, ist, dass man eben Offenheit einfordert. Ja? Also ich meine, wenn man ein Paper reviewt, dann hat man ja auf eine Art und Weise viel Macht. Ja? Man hat zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, okay, das und das ist gut, das und das ist schlecht. Und es müssen auf jeden Fall, der Datensatz muss noch hinzugefügt werden, sonst kann ich dieses Paper nicht reviewen, weil ich nicht nachvollziehen kann, ob das korrekt gemacht worden ist. Diese Information soll noch dazu, vielleicht negative Ergebnisse sollen noch dazu. Und eigentlich, wann immer ich das eingefordert habe bisher, oder zum Beispiel auch im DNA-Origami gibt es immer Design-Files, wie das Origami-Design, die müssen auch noch dazu. Wann immer ich das bisher eingefordert habe, waren die Autoren dem sehr offen gegenüber, weil es natürlich eine Veränderung ist, die sie durchaus machen können. Und ich denke, wenn wir sowas sind einfache Stellschrauben, an denen jeder Einzelne und jede Einzelne von uns ein bisschen drehen kann. Ja? Und ich denke, schon allein das zu machen, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich meine, ja, ich würde mir auch wünschen, dass noch mehr Journals zum Beispiel auch Kommentarspalten haben, dass es möglicher wird, dass ich auch mein eigenes Paper zum Beispiel kommentieren kann, dass ich zum Beispiel sage, ja, okay, ich hatte die und die Komponente damals da und da gekauft, jetzt gibt es diese Firma nicht mehr, deswegen kaufe ich sie jetzt da. Zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, das mir selber einmal passiert ist, wo ich eigentlich ein sehr offenes Protokoll an ein Paper anfügen wollte, was schon nach kürzester Zeit irgendwie nicht mehr ganz aktuell war und ich mich geärgert habe und sonst was, dass ich das jetzt nicht ändern konnte. Und ich glaube, sowas... Ja. Solche Dinge sind eigentlich kleine Dinge, die im Kleinen, mehr oder weniger im Kleinen auch angegangen werden können. Ja, ich finde diesen Punkt auch nochmal wichtig, dass ihr ja nicht nur in der Produktion von euren eigenen Forschungsergebnissen Sachen verändern könnt, sondern auch in anderen Rollen, wie zum Beispiel in der Rolle als Gutachterin. Rima, da wolltest du direkt was zu sagen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, ich wollte nochmal zu den Null Results was sagen, und weil ich das auch gerade im Chat gelesen habe, man muss sich ja schon fragen, warum muss man die eigentlich sozusagen
ich will dir das jetzt nicht vorwerfen, aber warum muss man die verstecken und in die Supplements packen? Warum ist es nicht okay, wenn ich das mein Paper, so wie ich das aufschreiben wollte, wenn ich da drin stehen habe, okay, hier sind die Sachen, die nicht geklappt haben, hier sind die Sachen, die geklappt haben. Also was ist eigentlich das servierfähige Output, so wie es hier im Chat steht? Ich finde, dafür gibt es also auch ganz aktuelle Beispiele, wenn wir uns jetzt die Bildgeschichte mit Drosten angucken, wo es diese Studie gab zu Viral Load bei Kindern im Vergleich zu Erwachsenen. Sind also Kinder, haben die anders viele Coronavirus im Rachenraum als Erwachsene. Und da ging es also zum Beispiel darum, dass bei Kindern eben anders getestet wurde als bei Erwachsenen. Kinder lassen sich vielleicht nicht so gerne so ein Stäbchen durch die Nase in den Rachen stecken. Und dadurch alleine könnte es also schon passieren, dass die Ergebnisse so ein bisschen anders aussehen, einfach weil weniger Sample auf diesem Stäbchen ist als bei Erwachsenen. So, das war also eine Conclusio, die in dem Preprint drin stand und die also die Zeitungen zerrissen haben und wo sie so getan haben, als wäre also jetzt ist völlig unvorstellbar, dass eine wissenschaftliche Studie irgendeine Limitation hat. Dabei ist das doch eigentlich total Teil davon, wie wir arbeiten. Nichts von dem, was wir machen, ist perfekt. Nichts von dem, was wir machen, ist das letzte Wort gesprochen in einer wissenschaftlichen Diskussion, sondern es gibt immer irgendwelche Einschränkungen und es gibt immer irgendwas, was nicht so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Das muss ja auch so sein. Alleine, wie wir Statistik machen, sagt uns ja, dass wir auf jeden Fall irgendwann mal rein zufällig irgendeinen Fehler machen werden. Ja? Und ich finde, ja, diese grundsätzliche Einstellung zur Fehlerkultur, will ich jetzt fast sagen, auch wenn das so ein eigentümliches, ja, populärwissenschaftliches Wort ist. Aber ich glaube, das braucht es. Also es braucht ein Verständnis dafür, wie Wissenschaft nämlich eigentlich funktioniert. Und wir sind Teil davon, indem wir sowas sichtbar machen. Ja, ganz wichtig. Und dazu gehört eben auch ein Thema, was wir, glaube ich, noch viel bearbeiten müssen, auch in Zukunft, dass es nicht nur darum geht, Verständnis dafür zu erlangen, wie Wissenschaft funktioniert, wie wir Wahrheiten produzieren etc., sondern diese andere Seite, warum verändert sich das eigentlich nicht? Also, dass Wissenschaft eben auch ein soziales System ist mit seinen Traditionen und mit seinen Abhängigkeiten von anderen gesellschaftlichen Ungleichheiten, wie die Dominik eben angeführt hat, die natürlich da fortgeführt werden. Rima, du hast eben nebenbei schon in den Chat geschaut. Ich habe das jetzt zeitlich nicht geschafft. Dafür würden wir uns aber gleich eine kurze Pause gönnen, dass wir das alles machen können. Ich würde aber gerne vorher von Katja noch kurz hören. Katja, was denkst du, sind die wichtigsten Herausforderungen zum Thema Open Science in der unmittelbaren Zukunft? Ja, also ich kann mich meinen Vorrednern und Vorrednerinnen nur anschließen. Also ich glaube, einerseits die Frage der Infrastrukturen für die Zusammenarbeit, die auch geöffnet werden müssen. Es geht ja nicht nur um Publizieren und es geht nicht nur um Format der Veröffentlichung oder des Outputs, sondern es geht auch stark um die Möglichkeit, zusammenzuarbeiten, auch über ein Nord-Süd-Gefälle hinweg, über andere Gesetzgebungen hinweg. Also das sind wirklich große gesellschaftliche Fragen, Regulationsfragen auch und so weiter. Es gibt da ja groß angelegte Projekte, die European Open Science Cloud ist da ein wirklich, wie soll ich sagen, megalomanischer Versuchsballon im Hinblick auf all diese Fragestellungen zurzeit, wenn es zum Beispiel auch über kontinentalübergreifende wissenschaftliche Zusammenarbeit geht. Wer ist offen? Wer darf partizipieren an der Offenheit, obwohl diese oder jene Institution oder das Land nicht einspielt? Die Frage nach Reziprozität ist hier sicher eine ganz große Herausforderung. Und die Frage, die Dominik auch schon angesprochen hat, nämlich dieses Open for whom. Ja? Wenn man sich die Business Models der großen Provider, Service-Dienstleister, Verlage, however you want to call them, anschaut, dann ist ja der Trend dazu, dass Openness immer teurer wird. Ja? Also auch das gehört natürlich mal dringend untersucht. Hier gehören strenge Gesetzgebungen, also sowas wie ein Zweitveröffentlichungsrecht, das man einfach automatisch green immer mitlaufen lässt. Ja? Also das finde ich eine ziemlich große Herausforderung, diese Komponente auch des wissenschaftlichen Arbeitens, der internationalen wissenschaftlichen Community und der anderen Aspekte, die da noch dazu kommen. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist, das habe ich vorher kurz angesprochen, also Open Science zeigt ja sehr viel auf, nämlich ganz viele blinde Flecken und ein ganz großer blinder Fleck, den wir in Europa, aber auch in vielen anderen Stellen der Welt haben, ist die Intransparenz des Förderwesens. Ja? Also in ganz vielen Ländern wird sehr viel Geld unter anderem angeblich für Wissenschaft ausgegeben, aber dann für Wirtschaft verwendet. Oder man weiß eigentlich gar nicht, was, wo, wie gefördert wird, welche
auch Dynamiken sich dadurch entwickeln, wo damit auch welches Wissen gestärkt wird und welche Macht entfalten kann. Also es braucht auf jeden Fall mehr Transparenz in den sogenannten Forschungsinformationssystemen. Für mich ist das ein inhärenter Teil politischer Open Science Gesamtgestaltung. Ja? Dann haben wir heute auch schon angesprochen, es braucht einen viel stärkeren Wandel in der Bewertung wissenschaftlicher Leistung und Karrierepfaden, also was da anerkannt wird, da haben wir wirklich noch viel aufzuholen. Ich denke nur auch an die ganze Diskussion, die damit zusammenhängt, Third Mission, ja, also Universitäten haben ja auch noch andere Aufträge in der Gesellschaft und Open Science ist dafür, also Open Science auch vielleicht gemischt mit Citizen Science sind da einfach spannende Themen, auch Themen, wo man auch nochmal umdenken kann, ganz neue Bewertungsmodalitäten zu entwerfen. Und dann, dann habe ich noch zwei ganz große Themen, Infrastrukturen, noch einmal im Hinblick auf Don't Leave It to Google, die Kampagne, die sie auch gegeben hat. Also wenn man, ich weiß nicht, wer von euch schon mal Google Dataset Search probiert hat oder Data Search, puh, das funktioniert echt gut. Also zumindest in dem Bereich, in dem ich tätig bin. Und es ist tatsächlich so, dass das eben auch im Hinblick auf die Information, das Ganze, ich darf jetzt mal auch das Wort Weltwissen verwenden, obwohl das ein ziemlich absurder Begriff ist, aber so die Frage, was wissen wir denn über welches Wissen produziert wird. Einerseits spuckt uns das jetzt Google aus und zeigt uns, welche Datasets da sind zu gewissen Themen, aber Google weiß dann auch, wer was gesucht hat und weiß diese ganzen Metainformationen, die für uns natürlich auch spannend wären und die werden wir natürlich nie erfahren. Und das heißt, da ist im Hinblick auf Infrastrukturen, also die kommerziellen Provider springen hier sehr stark an und haben da natürlich ganz andere, auch durch ihr Monopol bedingte Mächtigkeiten. So, und letzter Punkt, den finde ich ja gerade jetzt im Zusammenhang mit Corona so sichtbar geworden ist und ihr habt es ja auch schon angesprochen, jetzt auch im Hinblick auf diese kontroverse Bild versus Drosten. Also ich glaube, wir brauchen viel mehr Zusammenarbeit zwischen Open Science und Open Data und Citizen-Generated Data Initiativen. Es braucht viel mehr Öffnung auch von öffentlichen Daten, von Public Sector Information. Ja? Also es gibt da gerade einen Vorstoß von der EU-Kommission. Aber ich habe so das Gefühl, es ist noch nicht wirklich angekommen. Es braucht einfach viel mehr in Richtung Informationsfreiheit. Und ich meine, in Österreich ist das sowieso noch einmal ganz ein furchtbares Thema, wo wir da ganz nach hinten nach sind. Aber ich glaube, da werden sich viele Herausforderungen geben. Und ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, wie wir uns Krisen gegenüber besser vorbereiten und wappnen können, brauchen wir hier viel mehr Schnittstellen. Ja, okay, das war jetzt ein dickes Paket aus Förderinstitutionen, Infrastrukturprovidern, Evaluationsverfahren. Und das ist eine ganze Menge an Aufgaben. Das wird gerade, also insbesondere der Punkt, wem gehören die Infrastrukturen, die wir nutzen, das ist, wenn ich vielleicht da noch einen Punkt sozusagen nochmal unterstreichen darf, das ist der mich am meisten umtreibt im Moment, weil wir das sehen, dass wir auf der Suche nach guten Providern für Open Data, aber zum Beispiel auch für Wissenschaftsinformationssysteme uns an genau die gleichen Monopole binden, von denen wir eigentlich durch Open Science weg wollten. Wer sich mal richtig gruseln möchte, der kann sich mal mit dem Thema Stop Tracking Science beschäftigen. Da ist gerade noch einiges zu tun. Gut, vielen Dank, Katja, für die Zusammenfassung und euch vier für diesen kleinen Blick in die Zukunft. Wir nehmen uns jetzt 5 Minuten Auszeit, um Getränke nachzufüllen, den Kopf ins Eiswürfelfach zu stecken und kurz in den Chat zu schauen. Und wir treffen uns dann um 17.25 Uhr wieder hier. Macht die Kameras aus, wenn ihr wollt, aber bleibt im Programm sozusagen. Wir kommen dann zurück und gucken uns die Fragen im Chat an. Und alle anderen, schreibt nochmal eure Fragen in den Chat, votet die Fragen der anderen nach oben, dann können wir da gleich noch ein halbes Stündchen drüber plaudern. Alles klar, wir sehen uns gleich wieder hier. 26, 17.26 Uhr. Bis gleich.
So, da sind wir wieder mit leichten Verlusten durch die Hitze, aber Rima stößt hoffentlich gleich wieder zu uns. Im Chat haben sich, da bist du, hi Rima, im Chat haben sich einige Fragen angefunden und die mit den mit Abstand meisten Upvotes ist eine von Max Petras, der aktuell Fellow ist. Und er hat gefragt zu den Strukturen. Er schreibt, sind gewinnorientierte Verlage strukturell dazu in der Lage, offenes Wissen zuzulassen? Oder brauchen wir etwas völlig anderes? Also das geht in Richtung der alten Frage, genau, können, gibt es ein richtiges Leben im Falschen? Können gewinnorientierte Unternehmen uns die Strukturen bieten, die wir für die freie Verfügbarkeit des Wissens eigentlich brauchen? Was meint ihr? Wer möchte dazu was sagen? Also, Prima, ich kann dazu gerne was sagen. Ja, ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob das geht. Ich glaube, es scheint mir fast so, als würde das irgendwie dem Zweck dieser Unternehmen widersprechen. Ich bin da also ich würde mich freuen, wenn es ginge, aber sehe das aktuell eher nicht so, dass es geht. Und würdest, also es geht jetzt hier, also ist das Wort Verlage sozusagen gefallen, aber das geht natürlich auch um andere Infrastrukturen. Würdest du das auch für die anderen Publikationsformen, zum Beispiel über die wir gesprochen haben, auch darauf ausweiten oder siehst du da eine Möglichkeit, dass da Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsamen Weg zur Offenheit irgendwie finden können? Also wie gesagt, ich fände es schön, wenn das so ginge und ich denke auch, das ist ja prinzipiell, spricht nichts dagegen, mit einem guten Produkt auch Geld zu verdienen. Nur im Moment, und da würde ich mich jetzt insbesondere auf die Verlage beziehen, habe ich das Gefühl, dass also das Produkt eigentlich am Need vorbeigeht, also an dem Bedarf, den es gibt im Wissenschaftssystem, geht die Art und Weise, wie Verlage aktuell Paper unter die Welt bringen, glaube ich, einfach vorbei. Und wenn es offensichtlich also keinen Druck für die Verlage gibt, ihr Publikationssystem zu ändern, weil das System so funktioniert und sie damit weiter einfach wahnsinnig viel Geld verdienen, dann finde ich, muss man sich fragen, woher der Druck denn sonst kommen soll. Denn sozusagen aus dem Bedarf scheint er nicht zu kommen. Vielleicht geschieht es an anderer Stelle. Also zum Beispiel ist es ja so, dass einige Universitäten sich zusammengeschlossen haben und andere Wissenschaftseinrichtungen und mit bestimmten Verlagen einfach nicht mehr zusammenarbeiten und sie damit also eine andere Form von Druck generieren, nämlich dass dann tatsächlich einfach Geld wegfällt. Vielleicht ist das eine Art und Weise, wie sich Veränderungen einstellen, aber ja, wie gesagt, also im Moment sehe ich noch nicht so ganz, woher sozusagen, woher der Schock kommen soll, der eine Veränderung produziert. Und wenn es allerdings mal eine solche Veränderung geben würde, dann, also fände ich die sehr begrüßenswert. Ja, Katja, du bist da eben auch schon fast mit ins Boot gesprungen. Wie ist deine Haltung dazu? Ja, also es war ja noch eine zweite Frage im Chat, nämlich dieser Unterschied zwischen Open und Free. Da muss man natürlich die Dinge auch im Dorf lassen. Und Open ist ein Businessmodell, ja, das darf man nicht vergessen. Und Free ist in der Wissenschaft sowieso nichts, weil entweder es wird auf öffentliche Hand gefördert, es kostet sehr, sehr viel Geld sogar, oder durch irgendwelche andere Geldquellen. Also die Frage ist, was kann da überhaupt eine Art Free Knowledge bedeuten? Und auch hier sind natürlich dann die Gefälle wichtig. Aber ich glaube grundsätzlich eigentlich schon daran, dass Dienstleister eine Offenheit ermöglichen können. Ich glaube, Rima hat das ja auch nicht ausgeschlossen. Im Moment schauen halt die Modelle einfach nicht danach aus. Auch vor allem, nachdem diese Kosten für ein Gold Open Access ja so stark steigen und wir irgendwie, also es gibt ja da auch neuartige Plattformen, auch wo die, mit denen auch die Europäische Kommission zusammenarbeitet, F1000 oder Frontiers und wie sie alle heißen, die auch in Richtung Open Science sehr, sehr viel experimentieren und auch spannende Dinge machen, also auch in Richtung Open Peer Review zum Beispiel und so weiter. Aber die Frage ist doch immer, was gibt's für einen Service, was kostet das? Ja? Also was bekommen wir für das, dass die uns beservicen und was haben wir davon? Und da finde ich auch, da müsste eigentlich die Frage hingehen. Ja? Und weil Kerstin es auch angesprochen hat, ich meine, natürlich die High-Impact-Journals, wenn man da mal in einem Review-Prozess drinnen war zum Beispiel und sieht, wie viel Arbeit da hineingeht, wie viele Editors da einem helfen, wie hochwertig auch dieser Review-Prozess ist natürlich bei solchen Journals, das macht dann schon auch einen Unterschied und man versteht, wo die Kosten auch
herkommen können. Aber das Businessmodell, wie es im Moment ausschaut, dass man ein paar Top-Notch-Sachen hat, wo man diese Services anbietet und beim Rest fällt das alles nicht an und wir machen das alles mit in unserem Wissenschaftssystem und der oder die Steuerzahlerin zahlt dann dreimal de facto, bis etwas publiziert ist. So kann es einfach nicht weitergehen. Und ich glaube, da muss man weniger nach Offenheit fragen, als nach, was kriegt man wofür. Ja? Also, und ich glaube, aber im Grunde wäre eine Offenheit schon möglich, ja, mit den richtigen Services. Der zweite wichtige Punkt dahingehend ist, was brauchen wir für Druck? Ja? Also, Rima hat es auch schon angesprochen. Und da gibt es ja auch wieder auf europäischer Ebene gerade starke Versuche, gewisse Publikationsmodelle auch überhaupt wegzudrängen, wie diese hybriden Modelle, wo einerseits Open Access bezahlt wird, aber andererseits die Bibliotheken immer noch Abonnements bezahlen müssen. Ja? Und ich glaube, da hat sich schon einiges getan, aber es geht sehr langsam und man wundert sich wirklich, was muss noch alles kommen, ja, damit sich da was ändert. Kerstin, du hast eben auch ganz zustimmend genickt. Was denkst du, sind die gewinnorientierten Verlage, können die unser Partner sein für offenes Wissen oder brauchen wir vielleicht doch was anderes? Du hast ja gerade vorhin einen sehr strong Case dafür gemacht, dass die Big Journals Science und Nature, dass die eine große Rolle spielen und dass die auch für die Wissenschaftskultur, in der du dich bewegst, sehr wichtig sind in gewisser Weise. Ich finde es eine ganz, ganz schwierige Frage und ehrlich gesagt, ich traue mich nicht, die zu beantworten. Dafür bin ich keine Wirtschaftswissenschaftlerin genug. Also ich kann nur sagen, dass ich natürlich der Katja ganz arg zustimme, dass Open nicht free sein kann. Ja, also ich meine, irgendwo kostet der Prozess Geld und irgendwer muss irgendwas bezahlen. Und ja, ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, dass wir das System nur von innen heraus verändern würden. Also jetzt die frustriert sein und sagen, wir publizieren, ja, dann sind wir aus dem System draußen. Deswegen müssen wir auch ein bisschen nach den Regeln vom System spielen und probieren, es von innen heraus zu verändern und auf Top-Down-Prozesse gleichzeitig zu hoffen. Aber die eigentliche Frage traue ich mich nicht zu beantworten. Glücklicherweise haben wir, wie ich heute rausgefunden habe, einen Betriebswissenschaftler in der Runde. Dominik, ihr seid natürlich da aus der Wikimedia-Perspektive an der Schlüsselstelle, weil ihr eben eine nicht profitorientierte Alternative zur Dissemination von offenem Wissen seid. Trotzdem wissen wir aber alle, dass bestimmte Dienstleistungen, also man kann nicht alles not for profit machen sozusagen. Ne? Wie ist da deine Haltung? Aber vielleicht auch, wie steht ihr als Organisation dazu? Also ich glaube, der Startpunkt ist, dass Wissen Gemeingut ist. Und insofern bin ich natürlich ein großer Verfechter davon, auch da stärker gemeinwohlorientiert drauf zu gucken. Und ich glaube, dass offene und öffentliche Infrastrukturen an der Stelle eher dazu geeignet sind, tatsächlich nachhaltigen Zugang zu sichern. Das schließt für mich nicht aus, dass es nicht auch möglich ist, Modelle zu finden, wo man sich das anders vorstellen kann, auch tatsächlich mit Unternehmen gemeinsam. Aber die sehe ich auch noch nicht in einer Form, wo das sichergestellt ist. Also, dass Dinge nicht wieder in Silos verschwinden, dass letztlich nicht, du hattest vor Stop-Tracking Science genannt, dass nicht an einer Stelle tatsächlich Wissen so dermaßen monopolisiert wird und was eigentlich in die Hände letztlich der Scientific Community gehört, das ist problematisch. Und ich finde, die Wikimedia-Projekte sind natürlich ein tolles Beispiel dafür, dass man sowas auch Community-basiert tatsächlich gut organisieren kann. Und ja, da ist einfach tatsächlich meine und unsere Vision klar, dass wir ein Ökosystem des freien Wissens haben, in der die Wikimedia-Projekte wie Wikidata und anderes ein Baustein sind und andere hinzukommen, aber eben in einem vernetzten Linked Open Data Kontext, sodass ja, Wissen auch zugänglich bleibt und alle die Möglichkeit haben, tatsächlich an der Stelle auch Einsichten, neues Wissen und anderes zu generieren.
Ja, in dieser Hinsicht gibt es auch in Deutschland ein Spezifikum, weil hier zum Beispiel die Universitätsverlage anders funktionieren als zum Beispiel im angloamerikanischen Raum und wir hier durchaus die Möglichkeit haben, weniger profitorientierte Publikationsinfrastrukturen aufzubauen. Und die haben ein bisschen Fahrt aufgenommen in den letzten Jahren. Also es ist noch nicht ganz da, wo es hin könnte, aber da ist einiges auf dem Weg. Ich habe hier noch eine Frage gefunden, die ist zwar nicht ganz, ganz nach oben gewotet, aber ich finde die interessant, weil sie nochmal das Thema anspricht, was Rima vorhin adressiert hat. Was für Publikationsformate gibt es eigentlich? Nämlich von Tamara Heck. Und die fragt nochmal, ob wir eigentlich im Zuge von Openness, also sie ganz konkret schreibt sie, klassische Publikationen gleich kompakte, abgeschlossene Zusammenfassungen. Brauchen offene Prozesse klare Abschlüsse, damit wir Forschende nicht vor einem neuen Zeitproblem stehen. Also sie stellt sozusagen in Frage, ob man immer erst veröffentlicht, wenn was abgeschlossen ist, oder ob es vielleicht auch prozessorientiertere Publikationsformen gibt, die, der Offenheit den Boden bereiten. Wie seht ihr das? Kerstin, willst du da direkt reinspringen? Ja, ich kann dazu was sagen aus meiner Sicht. Also Wissenschaft ist oft komplex, ja. Und um Komplexität zu verstehen, helfen Geschichten. Und Geschichten kann man oft erst verstehen, wenn die Geschichte komplett ist. Also der versteht vielleicht auch Abschnitte, aber solange man den Bogen nicht spannen kann, ist es oft sehr schwer, gerade Leuten aus vielleicht einem ganz anderen Feld oder gar der Öffentlichkeit, Dinge zugänglich zu machen. Deswegen glaube ich, dass eine abgeschlossene Sache oft beim Verständnis hilft, weil man einfach the big picture, das Gesamte sehen kann, die Gesamtheit. Das heißt natürlich nicht, dass das immer so sein muss. Genau, also Perspective Articles zum Beispiel haben ihre absolute Berechtigung, wo Leute, sag ich mal, oder Reviews oder ja, auch Policy Perspective, wo Leute andere Dinge oder ihre Ideen oder so weiter darlegen. Ich glaube, all diese Formate haben ihre Berechtigung, aber wenn es um wissenschaftliche Daten geht, dann denke ich, ist dieser Story-Gedanke, dass etwas abgeschlossen sein muss, der Verständlichkeit wegen. Also um es tatsächlich offen zu machen, muss es ja irgendwie auch verständlich und zugänglich sein. Ja, da reicht es ja nicht nur, den Datensatz rauszuschmeißen, wenn niemand was damit anfangen kann. Und wenn der aus dem Kontext steht, dann hilft damit keinem was. Ja? Deswegen, deswegen ist es so ein bisschen differenziert zu betrachten, glaube ich. Rima, wie siehst du das? Ich habe wenig überraschend dazu ein bisschen eine andere Meinung. Also ich sehe ein, dass es zur Vermittlung sicher hilft, wenn man immer eine gute Geschichte zu erzählen hat und zumindest den Eindruck vermitteln kann, dass sagen wir mal, die Daten in eine sinnvolle Richtung sprechen. Ich befürchte aber auch, dass es oft, oder zumindest in meiner Forschung, ist es oft so, dass ich am Ende, wenn ich ein Paper schreibe, eigentlich noch 10 andere Fragen habe. Und für mich eigentlich die Frage ist so, wann höre ich jetzt auf und schreibe da mal ein Paper zu und schicke das mal ab? Das bedeutet aber noch nicht, dass ich finde, dass eine Forschungsfrage beantwortet ist. Selbst eine Hypothese glaube ich nicht, dass ich die unbedingt beantworte oder kläre, wenn ich dazu eine Studie gemacht habe. Demnach finde ich es schwierig zu sagen, dass es also sozusagen so eine Art abgeschlossenes Ding gibt. Und ich glaube, es ist immer eine Momentaufnahme, wenn ich im Moment ein Paper veröffentliche, von dem Wissensstand, den ich in diesem Zeitpunkt gerade habe. Und im Sinne dieser Momentaufnahme ist es natürlich, denke ich, sinnvoll, wenn man das einbettet, zum Beispiel in die sonstige Literatur oder wenn man das einbettet und in der Diskussion irgendwie erklärt, was man glaubt, was die Ergebnisse bedeuten und so weiter. Aber ich glaube trotzdem, dass es sinnvoll ist, oder ich denke zumindest so darüber nach, dass meine wissenschaftlichen Beiträge sich eher als eine solche Momentaufnahme sehen. Und zumal ja das nur meine Beiträge sind und die eingebettet sein sollten dann noch in das ganz große Feld. Also ich finde es schwierig zu sagen, dass es irgendwas Abgeschlossenes gibt. Ich glaube, das widerspricht sich auch tatsächlich gar nicht. Ich glaube, was ich gemeint habe, ist viel mehr Kontext. Dass man oft Kontext braucht, um Dinge zu verstehen. Und dass manchmal Dinge, wenn sie noch nicht für sich stehen können, weil der Kontext fehlt. Und den Kontext mitzudenken, ich glaube, das war mehr, was ich gemeint habe. Wirklich auch auf die Verständlichkeit der Publikationen als ein Teil der Offenheit irgendwie das mitzudenken. Das, ja, also ich glaube, wir sind da gar nicht so weit auseinander. Ja.
Ja, aber tatsächlich beim Kontext frage ich mich auch, also wenn ich jetzt drei Papiere zum selben Thema, zum selben Kontext schreibe, dann schreibe ich also dreimal eine Einleitung, die irgendwie super ähnlich ist, aber ich muss mir Mühe geben, dass die dreimal sehr unterschiedlich klingt, damit ich nämlich vermitteln kann, warum das jetzt irgendwie novel ist und so weiter. Und da frage ich mich, ob das wirklich so besonders zielführend ist, wenn es also wirklich nur darum geht zu sagen, okay, jetzt habe ich also zum dritten Mal was ziemlich Ähnliches gemacht, warum kann ich nicht einfach meine Einleitung von früher zitieren und sagen, da steht der Kontext, hier sind jetzt neue Daten dazu und das ist, was ich daraus lernen würde. Ja, da sind wir dann wieder bei dieser Präferenz vor Originalität und Innovation, die wir vorhin beim Thema Null Results ja auch schon besprochen hatten, ne? Ich finde das sehr spannend, dass ihr gerade auch ein bisschen was beschreibt, was aus so wissenschaftssoziologischer Perspektive die unterschiedlichen Phasen von Wissenschaft sind und auch die unterschiedlichen Kommunikationsstufen. Also wenn man mit der breiten Öffentlichkeit kommuniziert und wenn man in eine Wissenschaftskommunikation geht, die auf dem Level von Populärwissenschaft zum Beispiel stattfindet, dann braucht man die Story. Wenn ich aber mit meinen Kolleginnen die aktuellen Resultate bespreche, dann kann man eben auch diese kleinen Fragmente sozusagen sinnhaft einbauen. Und das sind Schritte im Prozess, die unterschiedlich kommuniziert werden können. Ich würde gerne eine Frage, die sich hier gerade im Chat immer weiter nach oben gewotet hat, nochmal stellen. Das ist eine Frage von Jo Havemann und die geht total toll zusammen mit einem Kommentar von Max Petras, den ich auch nochmal vorlesen wollte. Max hat nämlich vorhin gesagt, ich weiß gar nicht mehr zu welchem Punkt, das ist eine sehr schöne radikale Einstellung, Rima. Und ich finde dieses Wort radikal sehr interessant, weil ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber ich habe in meiner Arbeit zu Open Access und Open Science oft gehört, ich wäre wahlweise zu radikal oder zu naiv, dass ich glaubte, man könnte das Wissenschaftssystem in irgendeiner Weise verändern. Ihr habt das bestimmt auch noch mal erlebt. Und Joe hat jetzt gefragt, und ich finde, das ist eine schöne Abschlussfrage, vielleicht auch noch mal in die Runde. Was sind die zugrunde liegenden Wertesysteme und persönlichen Motivationsfaktoren für Open Science, Open Enthusiasten und Communities eurer Erfahrung nach? Also das Thema, welche Werte und Motivation steckt da eurer Meinung nach drin. Vielleicht können wir mit dieser Frage eine kleine Abschlussrunde machen, wenn ihr mögt, und nochmal gucken, welche Werte befördern wir da eigentlich. Und ich würde dieses Persönliche auch wahlweise einklammern oder gesellschaftlich denken, je nachdem, welche Perspektive ihr einnehmen mögt. Wer mag die Runde beginnen? Hat jemand von euch da schon direkt was? Ja, Katja. Ja, also ich bin natürlich, habe sofort jetzt begonnen zu überlegen, wo da meine Erfahrungen sind. Und ich kann erzählen, dass wir auch in Österreich, als wir uns da mehr öffentlich ausgesprochen haben für Open Science, nämlich das Open Access Netzwerk Österreich, das dann zum Open Science Netzwerk Österreich geworden ist, sehr oft so ähnliche Kommentare erhalten haben. Also wir wurden so als sektenartige Vereinigung angesehen, die irgendwelchen komischen Gurus folgt. Das ist völlig absurd. Und das Lustige ist, das widerspricht ganz enorm meiner eigenen sowohl Veranlagung als auch Erfahrung. Denn für mich ist das überhaupt nichts Radikales, überhaupt nichts an den Grenzen Passierendes, sondern für mich ist das etwas, was ganz in der Mitte der Wissenschaft stattfindet. Und vor allem, also ich habe jetzt auch daran denken müssen bei der Frage nach neuen Publikationsformaten, da gibt es ja schon schöne Beispiele. Also man muss viel mehr in Richtung kleiner Schritte denken. Versioning, ja? Data Papers, Forschungsdatenrepositorien, wo das genau möglich wird, dass man eben von mir aus ein Leben lang an einem Datensatz arbeitet, was ja in vielen Forschungsfeldern übrigens seit vielen 100 Jahren Tradition ist, ja? Und wo das alles möglich wird und einfach nur transparenter. Und ich sehe meine letzten 20 Jahre in diesem Bereich überhaupt nicht radikal, gar nicht, ja? Ich sehe sie kleine Schritte machen, Dinge besser, stabiler werden lassen, Governance-Systeme verändern, Balancen schaffen, also auch sehr stark aus meiner vielleicht feministischen Epistemologie her geprägt, der Blick für die blinden Flecken, Selbstreflexion, Marginalisierungen, Bias, ja, Verzerrung und Bias sichtbarer machen. Also all diese Dinge, die für mich zur wissenschaftlichen Integrität dazugehören. Und ohne Offenheit kann ich das in meinem Forschungsfeld nicht für mich erfüllen. Ja, das ist meine ganz persönliche Erfahrung. Und deswegen bin ich immer total konsterniert, wenn mir eine Radikalität vorgeworfen wird. Ich finde das althergebrachte System enorm radikal und richtig schlimm. Aber ich sehe von unserer Seite her das gar nicht so sehr als Revolution.
weil wir ja eigentlich von mir aus das machen, wie ich. Ich habe früher mal Physik studiert und ich kann mich erinnern, die Werte, die uns als jungen Physikstudentinnen beigebracht worden sind, unter anderem, da waren noch komische dabei, waren ja das, was ich eigentlich immer noch glaube, ja, was Wissenschaft sein soll, was Wissen für die Menschen tun soll, ja, wie offen es sein soll. Und deswegen finde ich mich überhaupt nicht radikal. Gar nicht. Also die Werte für Open Science leiten sich direkt aus Science ab. Das ist ja ein Denkmodell, was wir schon länger haben. Rima, wie siehst du das? Werte, Motivation. Ich glaube, es gibt im Wesentlichen zwei Werte, die mich antreiben würden. Und das eine ist einmal die Suche nach sowas wie Wahrheit, Wissen, Erkenntnis und so weiter. Also auch der Gedanke, dass sich das eigentlich direkt aus meinem Beruf und aus meiner Berufung ergibt, ne? Dass ich möchte was rausfinden über die Welt und mich interessiert. Nicht eine flashy Story, die ich in irgendeinem Hochglanzmagazin lesen kann, sondern ich möchte also die nitty-gritty Details, ich möchte im Detail wissen, wie jemand zu dieser spannenden Erkenntnis gelangt ist, und dafür braucht es eben einfach Offenheit, weil ich eben wissen will, wie es eigentlich funktioniert hat. Und ja, zur Frage der Radikalität ist irgendwie, würde ich gerne eine kurze Anekdote. Mich hat schon mal jemand als Truth Terrorist bezeichnet, also als Terroristin für die Wahrheit, und das fand ich schon ziemlich heiter. Und ich habe das aber mir seitdem einfach zu eigen gemacht und würde das jetzt auch so vertreten, dass ich, also die Wahrheit interessiert mich, und auch natürlich ist die gegebenenfalls konstruiert und es ist auch nicht immer alles schwarz und weiß, aber mich interessiert es mehr herauszufinden über die Welt, und in diesem Sinne bin ich auch, also wenn jemand glaubt, dass ich das radikal mache, dann bin ich damit einverstanden, so, das ist okay für mich. Aber auf der anderen Seite steht für mich der Antrieb zu sowas wie Fairness, Kollaboration, kooperative Wissenschaft, nämlich es anderen auch leichter und möglich zu machen, erstens zu verstehen, was ich tue und was mich interessiert, und zweitens das dann zu benutzen für ihre eigene Arbeit, wenn sie das irgendwie für interessant halten, und andere dabei zu unterstützen, nicht nur daran zu arbeiten, was mich interessiert, sondern ihre eigenen Sachen umzusetzen. Und wenn ich dazu irgendwas tun kann, um anderen kooperativ zur Hilfe, zur Seite zu stehen, dann möchte ich das gerne tun. Und ich glaube, dass wir Daten öffentlich zugänglich machen, dass wir insert all of open science here. Ich glaube, das passt dazu. Ja, schön, danke. Kerstin, was ist das Wertesystem und die Motivationsfaktoren, die dich antreiben oder die du siehst als wichtig im Bereich Open Science? Also ich finde, die Katja hat es wahrscheinlich in bessere Worte gefasst, als ich das fassen könnte. Also ich glaube, als Studentin, damals, als ich auch Physik studiert habe, ja, da dachte ich, Wissenschaft ist Open Science. Da kannte ich die Unterscheidung nicht, ja. Aber ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass das Wissenschaftssystem natürlich so sein muss, wie wir jetzt über Science sprechen. Ja? Deswegen ist es schon fast eine Selbstverständlichkeit, und dass man dafür über eine gewisse Zeit hinweg kämpfen muss, das hat mich fast eher überrascht. Aber ich glaube, was ich mir wünschen würde oder was so mein Wert wäre, ist, dass wir dahin zurückkommen, dass Open Science einfach Science ist. Ja? Also dass es keiner mehr Open Science nennen muss, weil es einfach sowas von selbstverständlich ist. Und klar, das ist noch ein weiter Weg dahin. Und welche Strukturen und so dafür nötig sind, ich glaube, da sind wir Wissenschaftler auch echt auf viele, viele andere schlaue Leute angewiesen, die uns dabei helfen, solche Strukturen zu entwickeln. Genau sowas wie eben Wikimedia zum Beispiel. Also da glaube ich, sind wir auch echt dankbar, dass das nach und nach entsteht und wir das nutzen können und eigentlich Wissenschaft so leben können, wie wir es uns immer gedacht haben oder wie ich es mir immer gedacht habe, eben dabei sein, wenn sich die Grenzen menschlichen Wissens so ein klein bisschen verschieben und das auch teilen zu dürfen, weil das macht ja irgendwie den Spaß daran aus. Ja, jetzt hast du quasi den roten Teppich ausgerollt. Die Leute, die euch dabei helfen können, das sind natürlich Organisationen wie Wikimedia. Dominik, magst du noch ein kurzes Abschlusswort sagen zum Thema die Werte, die dich und vielleicht euch als Organisation antreiben, weiter jetzt auch an dem Thema dran zu bleiben, auch wenn ihr das Fellow-Programm heute abschließt? Gerne. Vielleicht auch tatsächlich würde ich es verbinden mit der Frage, welche Werte habe ich irgendwie so wahrgenommen von den Fellows und anderen Menschen, denen ich jetzt in den letzten 5 Jahren begegnet bin. Für den einen habe ich gar keinen richtigen Namen, das haben wir aber gerade von euch anderen allen schon gehört. Es ist eigentlich dieses Selbstverständliche, dieses, es ist einfach
Open Science is Science Done Right. Ne? Dieses Verständnis zu sagen, das ist doch gute Wissenschaft. Genau so arbeite ich und ich könnte auch gar nicht anders arbeiten. Ich wüsste gar nicht, wie ich es machen soll, wenn ich selber nicht den Zugriff hätte, zum Beispiel auf das, was meine Kolleginnen und Kollegen machen. Das zweite ist auf jeden Fall Experimentierfreude. Wir haben so tolle Projekte in all diesen Jahren gesehen. Auch das ist für mich Open Science, tatsächlich Mut zum Risiko aufzumachen. Auch den Mut, dass Dinge halt schief gehen und andere das mitbekommen. Aber auch tatsächlich neue Bereiche für sich zu erschließen. Wir hatten zum Beispiel ganz tolle Softwareprojekte von Menschen, die eigentlich gar keine Software machen und sich plötzlich gefragt haben, wie macht man jetzt eigentlich offene Software? Also super. Das dritte ist was schon viel und da sind wir jetzt ganz nah an den Wikimedia-Werten. Das ist natürlich die Frage von Wissensgerechtigkeit, Kollaboration, Partizipation, Fairness, aber auch dieses in der Wissenschaft verankerte Verständnis. Wir stehen alle auf den Schultern von Riesen, wie es so schön heißt. Wir alle tragen irgendwie zum Wissensfortschritt bei, unser kleines Stückchen und das ist was, was einfach wir ein kleines Teil sind und deswegen geben wir auch was zurück. Und das Letzte, und das ist, glaube ich, auch nah an den Wikimedia-Projekten, ist tatsächlich diese Form von, oder dieser Wert von Gemeinschaft und auch Rückkopplung. Ich habe immer das total fasziniert gehört, wenn Fellows, die zum ersten Mal vielleicht irgendwas offengestellt haben, wo wir jetzt nicht über einen Paper oder eine Publikation sprechen, sondern eher was Unfertiges, mal Daten, mal eine Hypothese, mal eine Methode, wo die sagten, wow, ich habe plötzlich Feedback bekommen von Menschen, die sitzen auf der anderen Seite des Globuses und die hatten voll gute Ideen. Und wie toll fühlt sich das denn an? Also diese Gemeinschaft auch zu fühlen an Menschen, mit denen man gemeinsam an was arbeitet, das ist einfach, glaube ich, ein ganz großer Schatz von jeder Art von offener Praxis. Ja, schön, super. Vielen Dank, Dominik. Ja, wir haben jetzt in den letzten 2 Stunden einen großen Bogen geschlagen. Wir haben zurückgeschaut auf die Anfänge des Fellow-Programms. Wir haben geguckt, wie sah die Welt vor 5 Jahren aus? Wie hat sich Open Science seitdem bewegt? Wie habt ihr euch durch diese Welt bewegt? Und wir haben verschiedene Punkte angesprochen, das Publikationswesen, die Werte, die Infrastrukturen, mögliche Partner, aber eben auch Hindernisse auf dem Weg. Ich glaube, es gibt weiterhin viel zu tun und ich freue mich sehr darauf, dass wir das alle gemeinsam durch die, nicht zuletzt auch durch Wikimedia gestiftete Community tun können. Und da wir niemanden haben, der uns applaudiert, würde ich vorschlagen, dass wir uns einfach kurz gegenseitig applaudieren dafür, dass wir hier so ein nettes Panel zusammengekriegt haben. Ich danke euch hier ganz doll und hoffe, ihr habt noch einen schönen Freitagabend und gebe dann zurück an Sarah. Vielen Dank. So. Willkommen auch zurück von meiner Seite. Vielen Dank, Christina, für die tolle Moderation an dieser Stelle. War wie immer grandios. Ich bin noch voll geflasht von der Diskussion. Ich hoffe, die ZuschauerInnen da daheim auch. Und ja, Christina, ich hoffe, du hast jetzt noch Gelegenheit, dich irgendwie abzukühlen und das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen. Von daher würde ich dich jetzt auch nach draußen schicken. Ich hoffe, du gönnst dir noch einen schönen Abend und wir sehen uns hoffentlich bald auch mal in Real Life wieder. Ja, also, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ciao. Gerne. Tschüss. So, und mein Dank gilt natürlich auch nochmal an dieser Stelle den Panel-Gästen, einerseits daheim und auch hier im Studio. Und darüber hinaus natürlich noch ein großes Dankeschön an alle Menschen, die heute hier eingeschaltet haben. Danke auch für die Beteiligung im Chat. Und ja, wenn Sie noch Fragen haben an uns, beziehungsweise auch an die Panelgäste, dann schreiben Sie uns doch einfach nochmal an wissenschaft@wikimedia.de und wir kommen gerne mit Ihnen ins Gespräch. Ja, von dieser Warte aus würde ich sagen, wir brauchen jetzt alle eine Abkühlung. Hier wird die Luft auch langsam dünn im Raum. Ich bin sehr froh, dass ich hier gerade noch den Ventilator stehen habe. Aber ja, jetzt ist Zeit für ein bisschen draußen umherwandern, die Sonne genießen und etwas Abkühlung. Bleiben Sie gesund und ich hoffe, wir können uns an anderer Stelle wiedersehen. Machen Sie es gut. Bis dann.